Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Der besagte 1. FC Köln gewinnt dank eines späten Tores vom eingewechselten Anthony Modest knapp mit 1:0 gegen die Eintracht aus Frankfurt und zementiert damit einen der oberen Drittelplätze in der Tabelle. Ja, und natürlich werden wir über dieses Spiel reden müssen, aber auch über ein paar Geschehnisse im Umfeld des Spieles sozusagen. Uns haben auch wieder ganz viele Hörerfragen erreicht. Also langweilig wird das heute nicht in den nächsten, boah, so bummelig 90 bis 120 Minuten. Mal gucken. Ja, und deshalb bin ich froh, dass ich meine heutigen Gäste da am Start habe, die mir da auch bei allem unterstützend zur Seite stehen werden. Da ist einerseits hier der Co-Moderator, Dauergast und ewiger Untermieter dieses Podcastes, der Marco. Hallo Marco. Hi, der hört übrigens gerade auf dem zweiten Ohr die Champions League-Hymne. Die beste! Ich wollte gerade fragen, ob du dich für ihn singen willst und dann warst du mir schon einen Schritt voraus. Ich kenne die gar nicht richtig. Ich weiß gar nicht, was die da. Ich weiß, ich habe mir den Text ehrlicherweise noch nie angehört. Sie ist das nicht einfach besten? So eine Aneinanderreihung von irgendwelchen. Die Champions, die Besten oder sie so? Sind die Champions, die Besten, sie alle sind hier oder so ähnlich, ne, oder? Ich guck's mal nach. Ich meine, der wird auch in allen verschiedenen Sprachen gesungen von Leuten. Ja, genau. Die drin sind, ne? Ja. Da müssen wir ja lernen. Ja. Nein, auch da singen wir unsere Hymne dann, wenn es soweit wäre. Ja. Ja, hier. Die Meister, die Besten, Le Grand Equipe. The Champions, une grande Réunion, eine große sportliche Veranstaltung. The Main Event, die Meister, die Besten, Le Grand Equipe. Ja. Also, singen wir auf Französisch. Ja, also wer? Also für wen kann diese tatsächlich Hymne denn besser geschrieben sein als den 1. FC Köln? Für ja, wen? Auf jeden Fall nicht für die Eintracht, weil das können wir gleich besprechen, ob die gut genug waren, um eine Europa League oder eine Europa League aktuelle Mannschaft darzustellen oder nicht. Aber lass uns erstmal unseren Gast hier mit an Bord nehmen, bevor der sich in der Leitung langweilt. Bei uns ist zugeschaltet der Sebastian Bahr. Moin Sebastian, grüß dich. Hallo allerseits, schön wieder dabei zu sein. Freut mich, ich bin ein bisschen erkältet, aber man wird es mir verzeihen. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Auf Twitter, @hallobahr kann man dir folgen, ganz genau. Wo hast du das Spiel denn gesehen, Sebastian? Zu Hause. Ich hab keine Karte bekommen, weil ich, warum auch immer, seit den bekannt gegeben worden ist, dass man da wieder verlosen kann. Ich konnte diesmal nicht teilnehmen an der Verlosung, was dazu einigen Unmut bei einigen Leuten geführt hat, auch bei Twitter habe ich gesehen. Aber war auch nicht so schlimm. Also man hat es ja gewöhnt jetzt an die Spiele zu Hause. Von daher, ich habe es zu Hause geguckt bei Sky mit den geilen Moderatoren. Ja. Da hast du aber schon ein gutes Stichwort angesprochen. Es waren jetzt ja nur 10.000 im Stadion, wenn ich mich nicht irre. Aber der 1. FC Köln hat einen Eilantrag gestellt, dass mehr Leute rein durften. Ich glaube, sie hatten den Antrag auf 25.000 gestellt. Ne? Ja. Ja, was sagt ihr dazu, zu diesem Vorgehen des FCs? Ist das legitim, dass sie das tun? Oder vielleicht doch nicht angebracht gewesen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es aus Sicht des Vereins nachvollziehen, weil es gibt ja durchaus jetzt auch Veranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden, wo auch schon deutlich mehr Leute rein dürfen. Und ich finde, in ein Stadion, wo 50.000 Leute reinpassen, dann kann man unter 2G, was ist das, 2G-Plus-Regelung sicherlich auch 25.000 Leute reinlassen. Aber tue mich da mit einer Wertung sehr, sehr schwierig. Also ich kann es nachvollziehen. Der FC ist halt ein
Verein, der das halt irgendwie versuchen muss. Im Idealfall klappt das, dann ist das so, aber ja, hat halt nicht geklappt. Ja, dann ist es auch so, ne? Ich meine. Ich finde es richtig, dass sie geklagt haben, weil ich es ein bisschen mittlerweile nicht mehr nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, weil ich gucke sehr gerne für mein Leben Handball, immer sonntags. Und zum Beispiel heute sehe ich ein Spiel, die haben 50% Auslastung in der Halle. Mhm. Und dann hat der FC, der auch lange Zeit ein bisschen als Vorreiter nach der Bundesliga gegolten hat, oder kriegt irgendwo nur 10.000 erlaubt, wo ich mir denke, die sind draußen. Es ist schwer nachzuvollziehen in meinen Augen. Und ich kann verstehen auch, dass der FC klagt. Ich glaube, das hat auch den Hintergrund, dass der FC jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist. Und glaube ich, die müssen halt alles zusammenkratzen, was sie halt kriegen. Und ob da jetzt 10.000 kommen oder 25.000, macht halt schon auch einen Unterschied, glaube ich, finanziell. Das darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Ich finde das, kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Begründung habe ich nicht verstanden oder habe ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Auch ich habe es mal so halb mal gelesen. Also wie gesagt, ich kann es verstehen, dass der FC geklagt hat, und ich kann es nicht verstehen, dass es abgelehnt worden ist. Aber es hat es ja bald eh erledigt. Ja, dass abgelehnt worden ist. Ich glaube einfach, dass kein Gericht sich den Schuh anziehen will, da Präzedenzen zu schaffen, auf die sich natürlich jeder Trottel berufen wird. Es kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass das dann wäre so ein politisches Urteil war, wo natürlich ein Gericht an sich nicht politisch handeln darf, ist mir schon bewusst. Aber ja, gut. Ist jetzt, wie es ist. Wir haben jetzt noch 14 Tage, bis wieder, ich glaube, die Hälfte rein darf. Ne? So haben wir gerade nachgeschaut. Und dann sind es noch einen Monat, bis wieder Vollauslastung, bis zum Freedom Day, wie die FDP und auch die AfD sagen würden. Ich gucke gerade, 20. Februar ist dann das Spiel gegen Borussia Dortmund mit voller Kapelle. Mensch, das ist doch mal, also wenn ein Spiel, dann eigentlich Dortmund, ein schöner Gegner, noch schöner wäre natürlich Derby gewesen, aber okay. Aber in Köln gegen Dortmund mit 50.000, ja, klingt gerade nach einer sehr, sehr charmanten Vorstellung, muss ich sagen. Ja. Ja. Also ich glaube irgendwann, also tatsächlich muss ich mittlerweile sagen, ich kann das alles, diese ganzen Corona-Maßnahmen auch nur noch partiell verstehen, weil wenn man geimpft ist, geboostert ist, also ich frage mich dann immer so, warum soll ich jetzt darauf verzichten, nur weil ein 70-Jähriger sich nicht impfen lassen möchte? Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich kann das auch verstehen, dass, also ich kenne ja auch einige Leute, denen es genauso geht, die sagen, ich habe keinen Bock mehr zu verzichten. Also tatsächlich, am Anfang von der Corona-Maßnahmen konnte ich das alles nachvollziehen, aber es ist jetzt ja nicht so, dass es keine Impfangebote gibt, und wer sich jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht hat impfen lassen, der darf es nicht, das ist was anderes, oder der will es nicht. Und da kannst du, egal, glaube ich, was machen. Und irgendwann musst du halt auch einfach sagen, so, ja, okay, alles klar, du willst dich nicht impfen lassen. Ja, dann lebt mit der Konsequenz. Ja, aber gerade du mit deinen Kindern zu Hause, die dürfen noch gar nicht, deine Zweijährigen, also unter Zweijährigen. Das ist richtig. Unter zwei dürfen nicht, aber tatsächlich, also mein Sohn, der ist ja jetzt schon, der wird 6, der ist doppelt geimpft. Ja, klar. Und aber klar. Aber das ist, aber nochmal, das ist, liegt ja in jeder Verantwortung selber, zu sagen, setze ich mich persönlich dieser, in Anführungsstrichen, Gefahr aus, mich zu infizieren. Und wenn ich persönlich für mich entscheide, nein, ich möchte das nicht, dann bleibe ich halt dieser Massenveranstaltung fern. Aber das ist ja immer, ich sag mal, die eigene Entscheidung. Das muss ja dann jede Familie, jeder Mensch für sich selber treffen. Und ja. Also ich finde es aktuell sehr, sehr schwierig. Ich kann da wenig Kapazitäten für. Wie ist das eigentlich, wenn dann Freedom Day ist, also 20. März, ist dann trotzdem noch 2G mit Vollauslastung oder 2G plus, oder darf dann jeder rein? Ich gehe davon, also so wie ich das verstanden habe, ist dann eine 2G plus Regelung. Also Freedom für Geimpfte, geboostet. Genau, Freedom für Geimpfte, ja. Und nicht Freedom für alle, sondern... Okay. Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, also wie ich das verstehe,
ist, glaube ich, ab 20. März ist einfach, dürfen alle. Also, bist du ja sicher? Also, das klingt unintuitiv irgendwie. Im letzten, also wir, das hatten wir ja vorhin schon mal, vom 4. März bis 19. März ist 2G plus. In einem letzten Schritt sollten ab dem 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Also es klingt für mich danach, also dass dann alles Corona vorbei ist. Hm. Also hätte ich jetzt ein Problem mit, wenn das so wäre. Also dann würde ich ja wieder nicht ins Stadion können, weil da irgendwelche ungeimpften, ungetesteten Hansel rumspringen, die dann für mich als Mensch der Risikogruppe ein Problem darstellen. Das ist dann für mich keine Freedom. Also ich persönlich. Ich ehrlicherweise kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube eher, dass es dann eine 2G-Veranstaltung wird und die Maßnahmen, also die Beschränkung einfach aufgehoben wird. Das glaube ich nämlich auch eher, weil man will ihn ja auch nicht irgendwie, also klingt jetzt ein bisschen doof, aber dann gewinnen doch diese AfD-Spaziergang-Hansel, oder? Wenn man, ja, das ist auch. Ich steht aber außerdem, soll es möglich bleiben, in bestimmten Bereichen Testpflichten vorauszusetzen, sowie den Impf-, Genesen- und Teststatus zu überprüfen. Okay. Heißt es von der Bundesregierung zum Vorgehen ab dem 20. März. Also es ist wie immer relativ undurchschaubar. Ich finde es halt, lassen wir mal zukommen. Ich finde dieses Thema auch nur noch nervig, lass es auch komplett nur noch über mich ergehen. Das ist halt echt, es nervt nur noch. Also wir sind so auf der Zielgeraden und jetzt, es ist so immerhin wischiwaschi hin und her. Man weiß halt nicht, was ist jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ich find's schwierig. Also wir sind seit vorgestern wieder aus der Quarantäne raus. Wir hatten jetzt auch auf der Zielgeraden quasi noch, hatten wir auch noch Corona bei uns in der Familie, durch meine Tochter in der Kita. Ja, ist alles, du kriegst auch schlecht Infos vom Gesundheitsamt, also hat sich noch keiner gemeldet bei uns. Ich weiß nicht, melden sich überhaupt nochmal, wie das jetzt alles ist. Ja, lass uns über Fußball reden, das glaube ich. Ja, ist ja, ein angenehmeres Thema als so ein komisches Corona-Thema. Besser ist das, wenn wir es hier auf den Fußball beschränken. Ja. Ich genauso, einfach nur als letzten Satz. Wenn das wirklich ohne irgendwelche 2G und 3G gegangen ist, ist der Stadionbesuch für Menschen der Risikogruppe wie mich schon wieder ausgeschlossen. Und ich würde sehr, sehr gerne mal wieder ins Stadion gehen. Ach ja, bleibt ein ferner Traum erstmal. Gut, aber jetzt Fußball. Wer auch mal wieder ins Stadion, sogar in den Innenraum durfte und noch genauer zwischen die Pfosten, ist Timo Horn. Da nämlich Marvin Schwebe, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber da Marvin Schwebe leider Gottes an Corona erkrankt ist und in Quarantäne geschickt wurde. Ich habe gehört, es geht ihm gut, hat ja auch Steffen Baumgart nachher noch gesagt, also keine Symptome oder keine Schweren oder irgendwas. Also scheint nichts Schlimmes zu sein, kein schlimmer Verlauf, aber er kann leider nicht mittun. Und so hat Timo seinen Einstand wieder feiern dürfen, seitdem er seit November nicht mehr zwischen den Pfosten stand. Hat sich auch direkt mal so ein bisschen like a boss eingefühlt, wie man so sagt, mit diesem Aussteigen lassen gegen, wer war das denn? Boré oder was? Ich weiß es nicht. Einen Frankfurter auf jeden Fall. Ja, Boré. Genau. Ja. Das war schon ein geiler Move, den ich, glaube ich, hier in 5, 6 Jahren noch nie von Timo gesehen habe. Also in 10 Jahren, wo er hier spielt, noch nie gesehen habe. Muss ich sagen, Respekt, so zurückzukommen, nachdem er ja doch sehr kritisiert wurde. Und ja, so ein bisschen ja auch es Leute gibt, die auf seine Fehler gewartet haben, ne? Um sagen zu können, ich hab's euch doch gesagt. Ne? Wird uns ja auch gern vorgeworfen, dass wir so drauf sind, aber ja, also ja, soll jeder mal. Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesem Ding, wo er den sich selber durch die Beine nach hinten legt und dann, ich glaube, um Boré rumspielt. Also ich habe tatsächlich gedacht, jetzt tritt er auf den Ball, rutscht aus und haut das Ding in sich selber noch rein. Also ich habe ihn fast damit gerechnet, dass das schief geht. Ich persönlich bin aber sehr, sehr froh, dass Timo tatsächlich zu Null gespielt hat. Ja, genau. Und er durfte ganz am Ende, letzte Sekunde, auch nochmal eine Aktion haben. Also ihm gehörte die erste Aktion mit diesem Aussteiger und die letzte. Ja, dieser, ja, nicht so tolle Schuss oder also ein Schussrückgabe von, ich glaube, Horge war das. Gut, dass er da am Posten war und schnell unten war, aber
gut, den musst du auch halten. Aber es ist ja schön für ihn, dass er zwei gute Aktionen hatte. Ansonsten, und das spricht, glaube ich, auch sehr für unsere Defensive, war der halt null gefordert in den ganzen 90 Minuten. Der musste keinen einzigen Ball halten in 90 Minuten. Und das spricht vielleicht auch für Skiri, Özcan, Kilian, Hübers und Co. Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Timo Hübers, also tatsächlich, wie der sich jetzt in der kurzen Zeit zum, ich sag jetzt mal, Abwehrchef gemausert hat, ist schon sehr, sehr stark. Also das ist, ich würde meine nicht auf dem Kopf seine Schiebermütze dafür ziehen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stabil. Ich finde, ist auch der stabilere von beiden. Also zwischen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Hübers und Kilian, würde ich aktuell auf jeden Fall Timo Hübers nehmen. Es waren aber auch zwei Aktionen von Frankfurt dabei. Die hätten aber auch ganz, also wenn sie ein bisschen cleverer ausgespielt hätten, mir fällt spontan dieses eine Ding ein, glaube ich, 10 Minuten vor Schluss. Oder auch diesen einen Konter in der ersten Halbzeit von Rode, wo er quasi fragen kann, wo willst du ihn hinhaben? Und er aber denkt, okay, schießt halt den Hector an. Also ja. Hätte bei Frankfurt scheint es ja vorne auch nicht gerade zu stimmen, wie ich das so rausgehört habe. Also ich fand es war gut, was sie teilweise gemacht hat. Ich fand vor allen Dingen Hübers auch deutlich stärker, muss man sagen. Kilian auch diesen Querschläger zu dieser riesigen rote Chance hat und auch bei dieser anderen Aktion auch unglücklich reingerutscht ist und dann wieder der Ball rausgesprungen ist, fand ich noch stärker. Aber man muss auch echt sagen, so ein Spiel hätten wir letztes Jahr verloren. Oder wenn du absteigst, verlierst du das Ding. Durch ein so ein Ding, jetzt stehst du halt Anführungsstrichen oben, also für unsere Verhältnisse ganz weit oben, und da hast du auch das Spielglück. Also das war jetzt nicht so, also es war gut, was die beiden gemacht haben, da waren aber auch, wie gesagt, zwei, drei Dinge, die hätten böse nach hinten losgehen können. Das nur so viel. Ja, definitiv. Also ich habe auch gedacht, gegen zum Beispiel Leverkusen geht dieses Spiel anders aus. Wenn da halt nicht Lindström und Horge anlaufen oder Kamada, sondern Diaby, Wirtz und keine Ahnung, wer noch alles rumwirbelt bei denen. Klar, das auf jeden Fall. Trotz allem, was du der Mannschaft nie absprechen kannst, und das hast du ja auch nicht vorgehabt, ist der Einsatz. Also die haben ja immer noch geschafft, sich dazwischen zu werfen, zwischen die Schüsse. Allein, dass Hector eben auf der Linie steht und da den Oberschenkel zwischenkriegt bei der rote Chance. Dass dann Kilian, als er einmal von, ich glaube, Kamada vernascht wurde, trotzdem noch in der Szene drin bleibt und dann den zweiten, die Querhereingabe von Kamada nochmal ablockt. Das sind Szenen, die sprechen für mich dafür, dass die Mannschaft wach ist, dass sie nicht so in diesem Gisto-Larifari-Modus drin sind, wo nachher alle sich gegenseitig den Fehler zuschieben, wer war es denn jetzt schuld von euch? So. Und das ist für mich situationsbedingt auch ein Kompliment an die da hinten. Die bleiben halt wach. Die haben natürlich Schwächen, das sind nicht, also da ist jetzt keiner im Verdacht, nächstes Jahr von Real Madrid weggekauft zu werden als Ersatz für Sergio Ramos. Aber die sind wach, die sind gallig darauf, ihre Zweikämpfe zu gewinnen. Und die haben eben auch Bock drauf, so Zweikämpfe zu führen. Und die bleiben halt drin in den Situationen. Und das finde ich viel, viel wert. Und das macht mir ein positives Gefühl für die kommenden Spiele. Und man muss auch den Herrn Schmitz mal wieder hervorheben. Also gegen Kostic ist es auch keine Laufkundschaft in der Bundesliga, auch wenn er jetzt länger verletzt war, aber der ist schon eine Rakete und glaube ich, der Kostic hat kein Land gegen den Schmitz gesehen, boah. Also Respekt auch mal nochmal an dieser Stelle nochmal an den Kollegen Benno Schmitz, boah. Ja, also allein, dass wir die ganze Saison kein einziges Mal über die Rechtsverteidigerposition geredet haben, ist Wahnsinn, ist, glaube ich, das größte Kompliment, das von Benno Schmitz und indirekt auch Steffen Baumgart machen kann, den er erst zu dem gemacht hat, der jetzt quasi ist. Da hatten wir vergangene Saisons, wo wir schon überlegt haben, da irgendwie Katterbach Zweck zu entfremden als Rechtsverteidiger, damit da irgendwer steht, den man so halbwegs Bundesliga-tauglich hält. Aber allein, dass diese Diskussionen jetzt vorbei sind, spricht total für die Entwicklung, die Benno Schmitz in der späteren Phase seiner Karriere nochmal durchgemacht hat. Ja, das ist tatsächlich muss man auch sagen, finde ich, also nicht nur die vier da ganz hinten drin, sondern ich finde auch Skiri, Özcan, wie viel die da hinten auch mit aushelfen, ist tatsächlich auch stark. Und
das ist halt tatsächlich dieses Mal eine tatsächlich geschlossene Mannschaftsleistung gewesen, wo ich keinen, oder ich sage jetzt mal vorsichtig, wenig habe, wo ich drüber meckern kann und möchte. Und das ist tatsächlich bei mir ein Rasgut. Meine Meckerfront ist ja relativ stark vertreten, aber tatsächlich gibt es da nicht so sonderlich viel, was jetzt ganz, ganz, ganz schlecht war. Und was man auch sagen muss, ist, wir haben halt im ganzen Spiel eine gelbe Karte gesehen. Das zeugt halt auch, also ich habe auch jetzt keine Szene vor Augen, wo es hätte auch nochmal gelb unbedingt zwingend geben müssen. Und auch das Ding bei Sebastian Andersson, ob man da unbedingt sofort gelb zeigen muss, weiß ich auch nicht. Aber apropos Andersson, willst du denn über ihn motzen? Oder hat dir seine Vorstellung doch gefallen? Nein, also die Frage ist halt immer, was erwartest du da von ihm? Und ich glaube halt einfach, dass meine Erwartungshaltung bei Sebastian Andersson deutlich geringer ist als bei anderen. Also Sebastian Andersson ist nicht Anthony Modest. Aber ich finde zum Beispiel, also bei dem Spiel gegen Leipzig konnte man ihn tatsächlich, musste man darüber sprechen, weil das war keine gute Leistung von ihm. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, in dem Spiel kann man ihm jetzt keinen massiven Vorwurf machen. Ja, er ist kein Knipser, also er ist aktuell nicht der Knipser, wie halt Anthony Modest ist. Aber ich finde, gerade was dieses Anlaufen anbelangt, war er in dem Spiel deutlich stärker als noch gegen Leipzig. Ja. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch einfach so ein bisschen dieses Ding, wenn du einfach dieses Glück oder dieses Selbstverständnis nicht hast, ja, dann schießt du halt den Torhüter an wahrscheinlich und machst halt nicht das Tor. Und das ist halt sehr schade, aber gut, damit müssen wir uns wahrscheinlich den Rest der Saison abfinden, dass das eben genauso passiert, wie es jetzt passiert. Ja, ich finde aber wie gesagt, ich finde schon im Gegensatz zu den anderen Spielen schon deutlich verbessert. Ja, gehe ich mit. Ich denke, wenn Ljubicic den Schuss macht, den Andersson ihm ja so halb freiwillig auflegt, kriegt er ja einen Assist in seiner Statistik gut geschrieben. Und dann sagt man hinterher auch, das war ein gutes Spiel von ihm. Also ich finde so, diese Soft Skills haben alle gesessen. Das Anlaufen, das Kämpfen, das Rackern, das war alles gut. Er ist halt, ja, in der Box leider einfach nicht derselbe Faktor wie Modest. Das hast du auch später bei der Einwechslung von Molly gesehen, dass da richtig so ein, da ging ein Raunen durchs Stadion. Ich glaube, da ging auch ein Raunen durch die Abwehr der Frankfurter, die so ein bisschen gedacht haben, oh Scheiße, jetzt ist der Modest da, oh Gott. Und dann wurde es ja so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Ne? So, du wusstest, Modest macht Tor. Es war irgendwie, du hättest Haus und Hof drauf setzen können, dass er das macht. Ich hätte gedacht, direkt mit seinem ersten Ballkontakt und dass er nicht erst eine Anlaufphase braucht, aber ist ja egal. Aber jetzt im Rückblick, wo man ja weiß, wie das Spiel ausgeht, finde ich es auch gut, dass Steffen Baumgart Andersson hat spielen lassen tatsächlich. Denn Modest hat keine volle Trainingswoche absolvieren können, weil er noch so ein bisschen, also auch ein bisschen Schonung nach Corona-Infektion ist ja auch angebracht wegen Herzgeschichten und so. Da muss man ein bisschen aufpassen, den Spieler nicht zu verheizen und den irgendwie in irgendeine Herzkrankheit reinzutreiben. Das können wir alle nicht wollen. Und deshalb hat er nicht voll trainiert. Hat Baumgart später auch gesagt bei diesem Post-Match-Interview bei Sky. Und er hat auch gesagt, wer nicht trainiert, steht nicht in der Startelf. Also wer nicht voll trainiert, die ganze Woche durchgeht und voller Belastung trainiert, steht nicht in der Startelf. Und finde ich halt gut, weil damit macht er sich selber wieder ein bisschen glaubwürdiger, der Trainer. Und zeigt auch Sebastian Andersson, dass dem Trainer halt egal ist, was die Fans und die Medien unken, sondern ne, er ist der erste Stellvertreter für Toni Modest und hat das ja auch zumindest mit Einsatz zurückgezahlt. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht nur ein Thema, das ist ja für alle Spieler wichtig. Wenn du nachher weißt, okay, ich kann hier mit Trainingsleistung und Einsatz zu meinen Spielen kommen, dann ist das für das ganze Team wichtig. Und wie oft haben wir diese Saison schon irgendwelche Spiele gehabt, wo Spieler dann, ich sag jetzt mal, die wichtigen Assists gegeben haben? Ich kann mich immer nur an die, ich sag mal, Vorweihnachtszeit erinnern, als auf einmal Kingsley Schindler irgendwie zwei Spiele als der Assistgeber für späte Tore sich rauskristallisiert hat. Also du brauchst halt tatsächlich
wahrscheinlich ein 18 konkurrenzfähige Spieler. Und je mehr du davon hast, desto mehr kannst du dich natürlich auch auf den Gegner einstellen, weil wir haben jetzt halt immer mal wieder auch Spieler, die auch vielleicht nicht so die allerbeste Form, dann nimmst du die dann halt raus und setzt jemand anders rein. Oder du kannst dann gezielt auf den Gegner eingehen. Doppelspitze, hängende Spitze, wen auch immer. Das, die Möglichkeit haben wir ja. Und ich sag mal, wenn du einen Modest in der 60. Minute bringen kannst, dann sorgt das genau eben für dieses Raunen beim Gegner. Weil der Gegner eben genau weiß, Alter, jetzt kommt da der Stürmer, der wahrscheinlich aktuell einfach vielleicht einer, dem, ich sage jetzt mal abgesehen von Patrick Schick und Lewandowski, wahrscheinlich den besten Lauf in der Liga hat. Und das ist dann natürlich schon eine Hausnummer, wenn du so Leute noch bringen kannst. Du hast ja schon gesehen am ersten Anlaufen, wie der auf den Trapp drauf losgelaufen ist. Das ist ja einfach, der hat einfach dicke Eier gerade, muss man einfach ganz klar so sagen. Der strotzt vor Selbstbewusstsein, was halt dem Andersen halt fehlt und ein bisschen abgeht. Ich glaube, wenn der Andersen auch mal so also zwei, drei Nüsse machen würde, würde es bei ihm vielleicht auch anders aussehen. Das ist halt viel, viel Kopfsache. Wir kennen auch einen Modest, der halt mal einen Platz eiert und nichts trifft, nichts macht, irgendwie keinen Bock hat. Ja, auch wenn es ausgelöst ist, findet natürlich viel zwischen den Ohren statt, das ganze Ding. Und ja, der Modest ist kompletter Wahnsinn, dass der auch mal so aufblüht, hätte ich nicht mehr dran geglaubt. Ja, und wie gesagt, was der Andersen, ich fand Andersen das Spiel vollkommen okay. Es war halt ein bisschen nicht unglücklich. Er hat das gemacht, was er machen sollte. Er hatte, glaube ich, eine 80% Chance, wo er ein bisschen abgedrängt war, wo es auch schwer war vom Winkel. Ja, er hat das gemacht, was er machen sollte, ohne jetzt besonders zu glänzen. Also ich fand das vollkommen okay vom Einsatz her. Es liegt bei ihm natürlich gerade auch ein bisschen schwierig, ein bisschen ja, tranig, wie ist der falsche Begriff, aber glücklos. Ich glaube, wenn er einfach mal so ein, zwei Nüsse machen würde, vielleicht würde es ein bisschen anders laufen, würde die Sache auch ein bisschen Diskussionen aus dem Segel nehmen. Mhm. Aber, ja, ich bin der Meinung, das ist eine solide Leistung. Ich glaube, ich habe heute gelesen, 3,5. Als Note würde ich so direkt unterschreiben. Ja, definitiv. Fairerweise muss man auch sagen, zur ganzen Wahrheit gehört, die Chance, die dann Modest zum Tor verwertet hat, hätte Anderson, glaube ich, nicht in ein Tor umgemünzt. Ich glaube, weil ihm da diese Spritzigkeit fehlt, Hinteregger wegzusprinten, was ja Modest dann doch noch kann, auf seine älteren Tage. Nicht nur das, ich glaube halt auch einfach dieses Durchstarten, weil also Modest startet ja durch, als er sieht, der Ball kommt irgendwie nach vorne. Ja. Da war ja noch nicht abzusehen, dass der Ball genau in diese Lücke kommt von Kamada. War das Kamada? Ja, ne? Ja, also Skiri, Kamada, wie auch immer, ne? Und Modest sprintet halt erstmal los, ohne zu wissen, dass der Ball komplett zu ihm kommt. Und das ist natürlich auch genau das, was dann, ich sag jetzt mal, vielleicht wahrscheinlich einfach diese Form bei ihm aktuell ausmacht. Der hat vielleicht auch genau diesen Instinkt, erstmal durchzustarten, und dann hat er natürlich diese 2 Meter, 1,5, 2 Meter Vorsprung, den er bis zum Ende behält. Und ich sag jetzt mal, Kevin Trapp mal schön den Hosenträger aufsetzt. Also ich sag jetzt mal vorsichtig, den da durch die Beine zu schieben, ist natürlich auch schon frech, ne? Also das ist, ja, Kevin Trapp macht sich sehr breit und dann, ja, schlägt es halt ein. So, schlägt ungefähr so ein wie gerade bei der Hertha, die auch das zweite Tennisergebnis am Wochenende einfährt. Ich muss gerade so lachen. Wie steht's denn, ne? 6-1. Boah, wie viele Minuten spielen die? Schon Ende, oder? Es ist jetzt irgendwie 89. oder so. Ja. Boah. 6-1 für Leipzig. Krass. Boah, Hertha. Ich glaube, die müssen mal sehr intensiv über einen Trainerwechsel nachdenken in der zweiten der Saison. Naja, nicht unser Thema zum Glück. Ich stimme euch allen zu, was ihr gerade zu Anderson und Modest gesagt habt. So machst du dieses Tor auch nur, wenn du halt den Lauf hast, durch die Hosenträger des Torwartes, der dir ja genau diese Lücke nur angeboten hat und sonst keine andere. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann schießt du den wahrscheinlich direkt entweder übers Tor oder dem Herrn Trapp vor den Latz, und dann hält er den halt.
Ja, aber zum Glück hat ja Modest eben diesen Lauf. Und wie gesagt, ich glaube eben auch, dass ein Stück weit halt auch einfach diese Angst vor dem Fehler, dass jetzt Modest auf dem Platz ist, die Eintracht dazu gezwungen hat, diesen Fehler dann zu begehen, unterm Strich. Weil sie hat, ne, das ist diese typische self-fulfilling prophecy. Das ist so, wie wenn du sagst, sag jetzt bloß nicht den falschen Nachnamen deines Gegenübers. Nenn den nicht Müller, weil der heißt Meier. Dann sagst du auf jeden Fall Müller zu dem Typen. Und ja, genauso war das, glaube ich, mit der Eintracht und mit Toni Modest. Ja, doch gut. Für ja, uns. Für uns also auf jeden Fall. Ich gerne. Also tatsächlich, ich glaube, das ist halt genau das. Ich glaube, das ist halt auch, wir gewinnen mittlerweile diese Spiele, die so eigentlich ein klassisches 0-0 sind. Oder halt die Spiele, wo halt die vielleicht im Anspruch, im unterm Strich die bisschen glücklichere Mannschaft gewinnt. Und ja, das ist natürlich schon ganz geil, dass wir aktuell auch dann diese Spiele auch immer sehr spät entscheiden. Das ist halt auch eine Sache, die mir schon aufgefallen ist. Also wir machen die Tore auch immer verhältnismäßig spät. Also es ist natürlich auch einfacher. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die letzten 10 Minuten inklusive Nachspielzeit so ein 1-0 zu halten, als wenn du das Tor in der 46. machst und natürlich dann FCS 45 Minuten dir einen zurechtgurkst. Na, da ist was dran, ja. Also das ist klar, also ich hätte auch gern mal so ein 6-1 gegen die Hertha, aber das ist halt der Unterschied zwischen Leipzig und uns. Das muss man auch fair und ehrlich sagen. Ja. Oder Dortmund, ja, die Leipzig, die dann die Gladbacher 6-0 wegfiedeln. Also ja, wobei 4-1 nehme ich auch gegen Gladbach, so ist das für mich. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Man kann nur hoffen, dass die noch bis zum Derby an Adi Hütter festhalten, ne? Und dann die werden heute wechseln, diese, nach dem Ding. Also ich bin, glaube ich auch. Ich glaube, das werden die wieder nicht überleben, 6-0. Die Frage ist, ob da jemand auf dem Markt ist, der ihnen da in den Kram und ins System passt und so, das weiß ich nicht. Vielleicht haben die irgendeinen guten Nachwuchstrainer oder so, kann ich nicht beurteilen. Ja, die haben ja eh relativ überschaubare Nachwuchsarbeit, von daher würde mich das auch wundern. Oder einen guten Co-Trainer oder so. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zum Glück nicht unser Thema. Wir müssen ja nicht über den Trainer diskutieren, was in Köln auch eher selten der Fall ist. Also, ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also tatsächlich, ich war, als man Baumgart geholt hat und wir, ich sage jetzt auch mal verhältnismäßig, wenig Neuzugänge hatten, habe ich gedacht, so, oh, das wird eine ganz, ganz, ganz harte, bittere Saison. Und hätte mir einer gesagt, dass wir am 23. Spieltag auf Rang 7, nee, auf Rang 7 liegen und tatsächlich tendenziell eher nach oben als nach unten gucken können. Ja, hätte ich unterschrieben, hätte ich aber wahrscheinlich sehr viel Geld gegen gesetzt. Ich hätte gesagt, du spinnst. Geh weg. Geh ins Irrenheim. Ja, wahrscheinlich. Wir werden ja auf Platz 14 stehen, wenn alles ideal läuft, hätte ich gesagt. Also ich muss sagen, ich hätte natürlich auch dem Lebenslang gedacht. Ich habe auch gesagt, der Typ muss liefern auf jeden Fall nach den Aussagen, auch zu Beginn. Der ist ja sehr kommunikativ nach außen hin, der Herr Baumgart, auch mit ein paar guten Sprüchen. Ich habe mir echt gedacht, der soll auf jeden Fall liefern, weil sonst wird es relativ schnell fliegen, das um die Ohren fliegen. Bisher hat er voll geliefert, in doppelt und dreifach, muss man sagen. Ich weiß noch, diese Aussage, glaube ich, ging es ums Rauchen oder so vollkommen, das wäre, glaube ich, egal, Hauptsache die Leistung würde stimmen oder so, irgendwie so jetzt sinngemäß. Da ich mir gedacht, Junge, das ist echt Glatteis, aber wie gesagt, ja, bisher kann man nicht sagen, kann man es nicht anders sagen, ja, er liefert einfach. Das, was er macht, hat Hand und Fuß. Er muss die Mannschaft erreichen. Also ich bin begeistert von ihm als Trainer. Ja, ja, ich stimmt. Aber kann, also ich stimmt, aber können wir tatsächlich, also eine Sache habe ich tatsächlich noch, die mir mittlerweile massiv auf den Senkel geht. Was haben wir bitte für grottenschlechte Standards? Ja, da passt auch eine Hörerfrage zu, um es an der Stelle einmal elegant einzubinden. Und zwar hat der Magnus gefragt, wer ist Standardtrainer, was macht der hauptberuflich? Letzte Anweisung war scheinbar vor das Brett Hüft hoch auf den ersten Pfosten. Ja. Und das war leider nicht zum ersten Mal so, ne? Auch im Pokal ganz ehrlich, war das schon so schlimm. Das erinnert mich so an schlimme Miso-Bretschko-Ecken. Erster Pfosten, Knie hoch. Wo ich denke so, yo, also ich meine, das ist so einfach wegzuverteidigen.
Ich meine, da war dieser Kainz-Freistoß, ich weiß gar nicht, zweite Halbzeit, ja tatsächlich mal eine rühmliche Ausnahme, der verhältnismäßig gefährlich war. Aber warum hat der denn geschossen eigentlich, der Kainz? Ich dachte, ich habe direkt gedacht, Uth wie in Berlin. Ja. Ja. Also, aber ich finde auch Marc Uth, das ist halt auch immer sehr viel Streuung drin, ne? Ja, deshalb spielen die beim FC, wo? Und nicht bei Real Madrid. Ja. Ja, ja, klar, muss man sagen. Ist noch nicht mehr der alte Uth, der vom Run unter Gistol, wo er halt wirklich die Dinge auch gemacht hätte und versenkt hätte wahrscheinlich. Ja, aber ich denke mir auch, Standards, das ist doch gar nicht so schwer. Das kann doch führen. Also ich war in meinem Leben noch nie Profisportler in irgendeinem Sport, muss ich dazu sagen. Ne? Aber ich meine, es heißt ja Standard, weil es Standard ist. Du stehst da, du hast Ruhe, du hast keinen Gegnerdruck und kannst das vorher jeden Tag im Training üben. Wo ist das Problem, den Ball dahin zu buxieren, wo du ihn haben willst? Zumindest besser als so, wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist doch echt so, als wenn irgendwie ein Büroangestellter zwischendurch mal vergisst, wie Excel funktioniert oder so. Ja, soll aber auch vorkommen, ne? Ja. Aber ist das so schwer, sagt ihr es mir? Wie gesagt, ich war noch nie Profi, bei euch weiß ich es nicht. Du hast doch mal so halbwegs hochklassig einen Sport gemacht, Marco. Ist das denn so schwer, diese Standarddinger zu machen? Ja, ich habe ja eine andere Sportart betrieben. Ja, weiß ich. Aber ja, weil du, ich sag mal, im Training hast du ja auch nicht diesen Druck, du bist auch im Training, also zumindest war das bei mir immer so, bin garantiert nicht der Trainingsweltmeister gewesen, ich war garantiert in keinem Training an meiner Leistungsklasse oder an meinem Leistungsmaximum jemals dran. Und da fällt es dann vielleicht auch einfacher, Dinge selbstverständlich zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das dann auch eine Frage von Qualität ist, ob du einen Ball aus, ich sage jetzt mal, 22 Metern einmal in den Winkel machst oder von 10-mal 9-mal. Das ist dann entweder eine Trainingsfrage oder eine Frage von Qualität. Und ich glaube eher, dass es bei uns aktuell eine Frage der Qualität ist, weil du kannst das natürlich trainieren. Aber wenn du vielleicht einfach diese Streuung drin hast, du willst es ja im Spiel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marc Uth und Florian Kainz sagen, wunderbar, ich hau jetzt mal den Freistoß entweder in die Mauer oder 4 Meter drüber. Du gehst ja schon mit dem Ziel hin, das Ding idealerweise oben rein zu nageln. Aber wenn du dann vielleicht auch gerade nicht, also ich finde bei beide sind jetzt auch nicht in der Form ihres Lebens. Also Florian Kainz vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als Marc Uth, aber auch von den beiden haben wir auch schon bessere Phasen gesehen. Und deswegen, ja. Ich weiß, ich glaube, Standards sind auch immer so ein bisschen Trainingsschwerpunkt. Wo, also ich war schon seit Ewigkeiten hier beim Training vom 1. FC Köln, aber wenn der Trainer da relativ wenig Wert drauf legt und das relativ selten nur gemacht wird, dann ist es wahrscheinlich so. Es gibt, glaube ich, Trainer, die legen da mehr Wert drauf und dann passiert auch mehr in dem Bereich. Also von daher muss man den Herrn Baumgart mal fragen. Also mache ich jetzt gar nicht despektierlich, aber einfach fragen, wo der Schwerpunkt da liegt. Wenn es selten übst, dann passiert es halt so. Weil eigentlich in meinen Augen mit so einem Kainz, auch mit einem Uth und glaube ich auch mit so einem Duda, hättest du eigentlich Leute, denen ich schon zutraue, von 10 Versuchen, dass zumindest 7 Mal es schaffen würden, ansatzweise dahin zu, das Ding zu schlagen bei einer Ecke, wo es auch hinkommen sollte. Woran das jetzt, wie gesagt, das ist halt, bisher haben wir relativ wenig Standards gemacht. Ich hatte es im Kopf, letztes Jahr haben wir gefühlt nur Todesstandards gemacht. Mhm. Ich wollte es gerade sagen, da haben wir die Hälfte aller Tore nach Standards geschossen. Hat es natürlich auch noch mit Borno noch ein anderes Flaggschiff da drin, da muss man auch fairerweise sagen. Aber das war auch das Einzige, was der FC so andersweise konnte. Ja. Weil mehr konnte der FC letzte Saison nicht, außer hoffen, dass Ecken durchrutschen und die auf Skiri landen, wie auch immer. Oder halt anders Tore machen, weil Konzept, weil das war das einzige Konzept, was der FC letztes Jahr gefühlt hatte unter Gisdol. Ja, also wie ich finde, wenn man es nicht übt, dann
sieht es wahrscheinlich so aus. Ich würde behaupten, dass der FC da nicht viel Wert drauf legt. So kommt es, so würde ich es jetzt mal, ohne es zu wissen, behaupten. Wobei ich finde, da kann man als Spieler aber mal hingehen und selber nach dem Training noch eine halbe Stunde oder so ein paar Freistöße bolzen. Ne? Also das ist ja zum Beispiel das, was Cristiano Ronaldo zum Weltklasse-Spieler gemacht hat, einfach dieser Trainingsfleiß. Ich weiß nicht, vielleicht tun die es ja auch, kann ich nicht beurteilen. Ne? Ich wollte jetzt nur Sebastians These einfach mal. Aber da ist, glaube ich, jeder Spieler auch ein bisschen für sein eigenes Glück verantwortlich. Der Frasch war ja okay vom Kahns. Ja, der war gut. Ne? Ja, aber tatsächlich war das auch die einzige gefährliche Standardsituation, die mir jetzt nachträglich tatsächlich im Gedächtnis bleibt. Und direkte Freistöße sind eh nochmal ein anderes Thema als Ecken. Weil Ecken kriegst du einfach viel mehr im Spiel. Und um die ging es ja auch bei der Hörerfrage von Magnus. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn letztes Jahr die immer geschossen, die dann so gefährlich waren? War das auch schon Kainz? Ich hätte jetzt mal gesagt, Duda, ja. Bitte? Kainz und Duda, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was hast du gesagt, Sebastian? Meinte ich auch mal Hector? Müssten wir nochmal eruieren, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Wir ja, auf jeden Fall hatten wir aber auch letztes Jahr diese Variation mit auf dem ersten Pfosten und dann verlängert. Ich meine, also ne, das hatten wir ja, weiß ich nicht, wie oft schon dieses Tor. Ja, ja. Dann, dass ich glaube, auf den ersten Pfosten und dann Chicas verlängert hat und dann hinten, nee, Chicas stand meistens hinten, irgendwie auf, ich weiß gar nicht, wer da vorne meistens stand Hector am kurzen Pfosten und hat Hector dann auch, oder, Hector oder hat doch Marius Wolf seine beiden Tore geschossen, die er für uns gemacht hat. Ja, ja. Ja, aber ja, das ist tatsächlich ein kleiner Punkt, den ich immer noch so bei mir habe. Ich meine, es ist halt tatsächlich immer noch ein verhältnismäßig kleiner Punkt, den ich auf meiner Liste habe, weil wenn ich schon bei so Sachen anfangen muss zu meckern, dann stimmt der Rest in der Regel schon ganz gut. Ja, das ist aber auch typisch für die Meckerköpfe von trotzdem hier. Du gewinnst 1-0 gegen die Eintracht und die reden über welche Standards, die nicht gut waren. Ja, nee, es geht mir ja nicht um ein pauschales Meckern, aber ich finde halt einfach, da haben wir definitiv noch Optimierungsbedarf und wenn das noch richtig gut werden würde, ja, dann sind wir nicht mehr zu stoppen. Dann sind wir tatsächlich ja bei den Champions. Oh, aber wir sollen das Segment hier, finde ich, mit einem positiven Input schließen. Und zwar da der Zura, der Ed Cinematikje. Ich glaube, bald ein kommender Neu-Hamburger, habe ich gehört, dass er es auch hier in die echte schönste Stadt Hamburgs zieht. Der hat gesagt, ein Sonderlob bitte an Sully. Mit welcher Dominanz und Dynamik der Junge aktuell unser Spiel prägt, ist schon stark. Oder seht ihr das anders? Für mich ist er der eigentliche Man of the Match. Wer war es für euch? Also erstmal das Lob für Sully Özcan kann ich nur zustimmen. Ich habe da noch ein paar Statistiken zu ihm rausgesucht. 76% gewonnene Zweikampfquote. 26 wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht. 87% Passquote, 99 Ballkontakte. Schade, einer mehr hätte auch noch machen können. Und Laufleistung 11,15 Kilometer. Also beeindruckend. Ja, auf jeden Fall schon ein ziemlicher Boss im Mittelfeld. Und allein denke ich, dass du halt in der Zeit, wo er nicht da warst, den Skiri nicht vermisst hast, ist ja auch schon eine Aussage für sich. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, das Ding, dass du tatsächlich den langfristigen Ausfall während des Afrika-Cups von Skiri gar nicht so extrem gemerkt hast. Also ich glaube, letzte Saison hätten wir definitiv das mehr gemerkt. Und ja, also bei Sully freut mich, dass er tatsächlich jetzt so seinen wahrscheinlichen tatsächlichen Durchbruch bei uns geschafft hat. Gerade vielleicht auch auf Hinblick, dass eventuell Skiri uns ja im Sommer verlassen könnte. Sicherlich auch gar nicht verkehrt, dass man da schon den vielleicht würdigen Nachfolger schon so langsam aufbauen kann. Und Ljubicic ist ja auch noch, der das spielen kann, genau. Diese Kilometer genau. Also macht, die Skiri macht. Genau. Ja. Wobei du trotz allem, finde ich, gut gesehen hast, was Skiri der Mannschaft noch mal geben kann, wenn du denn fit ja, und richtig austrainiert ist. Also das Pensum von dem ist ja schon beeindruckend. Und ich finde, der hat in den letzten Jahren noch richtig noch dazu gelernt, wo er hinlaufen muss und nicht mehr nur so ganz, ganz blind läuft. Aber wie oft der so noch die Grätsche dazwischen kriegt, oder die Gräten dazwischen kriegt, zwischen einen Pass, der sonst durchkommen würde, und wie er damit so im Kern auch ein paar Konter schon erstickt hat und so, finde ich immer wieder sehr beeindruckend.
Und in der Hinsicht muss ich auch sagen, ich verstehe halt, habe ich schon mal gesagt, aber ich verstehe jeden potenten Bundesligisten oder englischen Premier League-Teilnehmer nicht, der sich den Spieler nicht gönnt für die 10 Millionen, die er kostet oder so. Hier, Dortmund ist für mich der dümmste Verein der Welt, dass die im Gesamtpaket wahrscheinlich 40 Millionen für Niklas Süle raushauen und sich nicht für 10 Millionen auf meinen gescheiten Sechser kaufen, nämlich Skiri halt, der deren Probleme auf dieser Position einfach lösen würde und damit der gesamten Mannschaft von Dortmund mehr defensive Stabilität geben würde. Aber ich will sie auch nicht auf dumme Ideen bringen. Ja. Der ist zu unsexy. Glaube ich auch. Vielleicht, ne? Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht gerade bei so Transfers auch dazu kommt. Also wenn du sagst, ja, wir holen hier Ilias Skiri, einen ruhigen, also hab ich von dem ein Interview gelesen, glaube ich. Oder? Ja, der hat war in dieser Doku ein bisschen gefeatured, dieser 24-7-Doku. Da haben sie ein bisschen vor die Kamera gezerrt. Aber ist ja tatsächlich, glaube ich, eher so ein ruhiger Vertreter, der das ganz, ganz ruhig und solide macht. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass du mit so einem Süle-Transfer natürlich erstmal tendenziell mehr Aufmerksamkeit ziehst. Ja, stimmt schon. Nur als Profiverein bin ich am maximalen sportlichen Erfolg interessiert und nicht an irgendwelchen Social-Media-Werten meiner Spieler. Ja, da bin ich mir so sicher, ehrlich gesagt, bei einigen Vereinen. Also bei einigen Transfers würde mich nicht wundern, wenn sowas mittlerweile auch ein großer Faktor wäre. Das glaube ich auch, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es aber, ich wollte mal kurz auf Özcan zu sprechen kommen. Ich finde die Entwicklung, den Durchbruch echt krass von ihm. Ich muss sagen, ich habe ihn auch sehr lange kritisch gesehen, weil er galt ja so immer als so ein Talent und er konnte es ja nie durchsetzen eigentlich, bei wem auch immer. Es war so ein bisschen so, fand ich so vergleichbar ein bisschen mit Meret, der auch sich nie durchsetzen können. Der galt immer so als Talent, hat mal so zwei gute Spiele gemacht, dann kam wieder nichts, dann saß er wieder auf der Bank. Und ich habe mich schon gewundert eigentlich, warum der Baumgart ihn ja unbedingt haben wollte und ja, hat der Baumgart auch wieder recht gehabt und mich hat Lügen strafen gelassen, weil, wie gesagt, ich war nie so wirklich 100% überzeugt von ihm, Asche auf mein Haupt. Aber jetzt ist er eine absolute Maschine da, der wirklich der marschiert und ich finde dieses Dreier-Mittelfeld oder dieses defensive Mittelfeld, Ljubic, Skiri und Özcan, das ist schon gut, wo? Also die marschieren da, machen Kilometer, spielen auch einen gepflegten Ball, also das ist schon für unsere Verhältnisse ist das schon echt super und ja, auch wenn man davon ausgeht, dass Skiri uns verlassen wird, obwohl das davon bin ich auch schon ausgegangen, eigentlich, dass er uns diese Saison verlassen wird, hätte ich ja im Leben nicht begrenzt, dass der nochmal bei uns spielen will, weil ich auch der Meinung bin, der Typ ist die absolute Maschine, aber habe ich auch schon zu anderen Leuten gesagt, der ist halt zu unsexy, glaube ich, wirklich, der ist für so große Vereine, die ist der zu, weiß ich nicht, ob er zu wenig Spirit hat, also, aber der Typ ist einfach für mich eine absolute Maschine, so ein stilles Rädchen, das einfach konstant und super läuft und ich finde den, also ich bin ein großer Skiri-Fan, wie gesagt, sein Tor gegen Fürth ist für mich unvergessen, wie er in der 95 Minute dann nochmal runtermarschiert ist, also absolute Legende, der Typ. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass er bleiben wird, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass er dass die letzte Saison gewesen sein wird. Vor allem, der Vertrag läuft ja, glaube ich, nächstes Jahr aus. Ja. Jetzt zu Geld machen oder verlängern? Genau. Entweder Geld machen oder verlängern halt. Also glaubt ihr, falls wir das Wunder schaffen und uns für Europa qualifizieren, dass wir eine Chance hätten, dass er bleibt? Ich tue mich sehr schwer damit, weil dafür kommt es ja auch so ein bisschen drauf an, wo sieht sich Ilias Skiri? Also sagt er alles. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Skiri, wo sehen Sie sich nächstes Jahr? Also wenn er sagt, ich möchte unbedingt, also die Frage ist halt, wo möchte er hin? Weil ich glaube tatsächlich, dass er in jeder Liga tatsächlich wahrscheinlich spielen könnte. Die Frage ist halt einfach, ob die Vereine, die dann bei uns vorstellig werden und Geld da in die Hand nehmen wollen, ob das für ihn interessant ist, weil
die kann ich halt einfach auch sehr, 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 sehr schlecht einschätzen, wie der vom Charakter ist, ob der jetzt eher so ein Spieler ist, der sagt, doch komm, ich fühle mich hier wohl, ich komme hier gut klar. Also wenn das jetzt so ein Jonas Hector-Move ist, dann ich glaube, der wird sich sehr genau angucken, wer da auf ihn zukommt. Und wenn da was ist, was ihn interessiert, dann wird man mit dem FC sprechen müssen. Und wenn dann die Kohle passt, ja, dann wird der FC wahrscheinlich den Move machen müssen und ihn gehen lassen. Weil tatsächlich, wenn er sagt, nee, also hier verlängern werde ich nicht, dann musst du ihn wahrscheinlich, also musst du ihn verkaufen. Ja, weil dafür sind wir tatsächlich nicht in der Lage zu sagen, ja, du bleibst aber bei uns und dann spielst du hier halt zu Ende. Das können wir uns halt einfach noch nicht leisten. Nee, und dazu kommt ja aus seiner Sicht auch, der ist jetzt, glaube ich, 26, ne? Ja. Das heißt, wenn nächstes Jahr dann geht, ist er so Ende 26, Anfang 27. Ist ja auch die letzte Chance für ihn, den richtig dicken Vertrag nochmal abzugreifen irgendwo. Du bist ja als Fußballer immer darauf angewiesen, dass du halt nur 16 Jahre lang Geld verdienen kannst, ungefähr, roundabout. Und da musst du natürlich auch gucken, dass du irgendwann mal deine Schäfchen ins Trockene kriegst. Der wird am 10. Mai 27, also vor Beginn der Wechseltransferperiode. Ja, und wenn du nochmal so einen richtig großen Vertrag willst mit 27, so einen schönen 4-Jahres-Vertrag irgendwo in England oder so, dann glaube ich, musst du den jetzt in diesem Sommer dir ergattern und nicht warten, dass der FC dann halt wahrscheinlich eben nicht die Gehälter zahlen kann, die ein Engländer oder Scheichklub oder Franzose bezahlen kann. Ich bin gespannt, wirklich, weil ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass der schon letzte Saison gewechselt oder zum Beginn der Saison gewechselt wäre. Ich kann ihn auch schlecht einschätzen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich schon wohlfühlt, dass es auch zu schätzen war. Ich kenne seinen Plan nicht. Vielleicht wartet er auch wirklich auf ein gutes Angebot und nicht auf irgendein Angebot, was ja auch ein bisschen für ihn spricht. Ich glaube, das ist jetzt keiner, der jetzt so ein geldgeiler Sack ist, der jetzt unbedingt jetzt nur auf die Moneten schaut, weil dann wäre er, glaube ich, schon längst weg. Das glaube ich auch, ja. Ich bin wirklich gespannt bei ihm. Also ich würde ein Loch in den Bauch freuen, wenn er bleiben würde, natürlich. Aber die Chance halt doch für relativ gering, weil, wie gesagt, er wird uns gut Kohle bringen und es wäre auch eine Position, wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie mit Özcan und auch mit Lupicic gut aufgestellt werden. Das wäre jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, alles in Schutt und Asche, sondern ja. Und ich glaube auch, dass der Lupicic war ja eigentlich schon so ein Vorgriff auf einen Weggang von Skiri. So habe ich es ja auch immer interpretiert, diesen Wechsel letztes Jahr. Ja. Ja, definitiv. Und wenn er bleiben würde, also ich finde, Skiri ist so die Sorte Spieler, da kannst du dir auch ausrechnen, dass der auch im hohen Alter noch einen Wert für die Mannschaft haben wird, so wie Hector zum Beispiel. Das ist keiner, der jetzt so wie Gareth Bale oder so, sobald er über 30 ist, nicht mehr funktionieren kann, weil er eine ganz andere Spielanlage hat als diese schnellen Flügelflitzer. Das heißt, da hättest du dann wirklich 4 Jahre lang Ruhe auf der Position, wie lange du den Vertrag halt verlängerst mit ihm. Einzige, was dir halt nicht passieren darf, ist, dass du da so einen Zakaria baust. Ne? Also, dass du findest keinen Abnehmer für ihn, der bleibt dann so halb da und dann geht er im Winter für irgendeinen lachhaften Betrag oder noch schlimmer ablösefrei im Sommer dann 2023. Das musst du halt verhindern, das können wir uns wirtschaftlich nicht erlauben. Ja. Ja, das wäre tatsächlich, wäre tatsächlich nicht witzig, aber auf der anderen Seite, bevor du, ist immer die Frage, wenn du für ihn gar keinen Abnehmer findest, dann musst du versuchen, zumindest den Vertrag um 1 Jahr oder 2 Jahre zu verlängern. Ja, genau. Aber da ist die Frage, ob der Spieler das auch will. Ne? Also ich halte den schon so für einen, wenn du ihm erklärst, so hier, der Verein kann sich nicht erlauben, mich ablösefrei gehen zu lassen, macht er noch ein Jahr und da schreiben wir dafür eine Abfindung rein, die dann vernünftig ist, geht bestimmt was. Aber ich, sexy oder nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es für so einen Spieler keinen Markt geben soll. Selbst in Corona-Zeiten, du siehst ja, was für Millionenbeträge hier, wer ist der neureiche englische Club, Dingens hier? Middlesbrough. Nee. Newcastle. Newcastle. Ja. Newcastle. Was die gerade für Summen raushauen, für irgendwelche semi-guten Stürmer, ne? Hier Mr. Wood und so. Also, Geld ist schon da. Geld ist schon im Markt. Muss halt nur gucken, dass du irgendeinen findest, der gerade jemanden verkauft hat und deswegen sein Geld wieder reinvestieren kann.
Ja, wird auf jeden Fall die Personalie, die sicherlich am heißesten wird bei uns. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wer ist denn für euch Man of the Match? Das war gerade auch noch die Hörerfrage vom Cinematik. Geht ihr mit Sully oder ist es doch eher Tony oder wer ist für euch der Man of the Match? Ich finde es, auch wenn es doof klingt, ich finde wirklich, man irgendwie so eine geschlossene Mannschaft lassen, wo jetzt keiner abgefallen ist und auch keiner jetzt, klar, jetzt kann man natürlich Modest nennen, wäre mir ein bisschen zu simpel. Ich finde es schwierig, ich finde es wirklich schwierig, da als einen hervorzuheben. Ich finde es mal eine super Mannschaftsleistung und nee, würde einfach sagen, auch wenn es doof klingt, das Team. Also das ist ein Team, was am Platz stand. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da tatsächlich eher Sully, weil Sully tatsächlich über ein ganzes Spiel diese Leistung abgerufen hat und tatsächlich ich das ein bisschen höher bewerte als die Leistung von Modest, die ich dir jetzt nicht schmälern möchte, aber ich finde, Sally Özcan ist für mich schon immer Man of the Match. Na klar, wenn du hier irgendwie bei Twitter oder bei Facebook so eine Umfrage machst, wird wahrscheinlich immer Modest gewinnen, weil der halt das Tor macht. Damit bist du auch, ich sag mal, nominell erstmal irgendwo genannt, aber ich finde, Sally Özcan hat da schon gezeigt, dass er ja einer der wichtigsten Spieler vielleicht auch bei uns ist. Ja. Ja, wir können uns darauf einigen, dass wir Sully zum Man of the Match machen und dafür nenne ich mein erstgeborenes Kind Anthony, habe ich auf Twitter schon versprochen. Schlechte Nachricht für ihn, ich habe keine Pläne, mich fortzupflanzen, aber naja, man weiß ja nie, man soll ja nie sagen. Man weiß ja nie. Und dann wird es entweder eine Antonia oder ein Antonio oder Anthony oder wie auch immer. Ja, genau. Bei Interesse schreiben Sie eine Nachricht an info@trotzdem.de. Ja, ich wollte sagen, wir vermitteln hier, also wer sich bereit erklärt, den kleinen Anthony oder die kleine Antonia auf die Welt zu bringen, mit dem Herrn KY Lennep, möge sich bitte melden. Ich nehme eine kleine Vermittlungsprovision. Ja, genau. So, aber zurück zum Ernst des Lebens. Wir haben ja noch ein paar andere Hörerfragen, die wir hier an dieser Stelle gut einbauen können. Ich rufe sie gerade mal auf. Und zwar finde ich eine ganz spannende Frage vom Zeiselinho. Ich weiß nicht, ob der mit Hertinho verwandt ist vielleicht. Blöde Geschichte da in Leipzig heute. Oder in Berlin war es, glaube ich. Aber der hat gefragt, ob wir schon die Stammelf für den Rest der Saison gesehen haben in dem Spiel gegen Frankfurt. Also natürlich außer der Sturmspitze, wo natürlich irgendwann wieder Modest von Anfang spielen wird. Und natürlich auch hinten im Tor wird wahrscheinlich Schwebe wieder reinrotieren, hat ja Baumgart schon gesagt. Aber haben wir sonst auf den anderen Positionen die Stammelf gesehen? Seine Begründung ist wie folgt. Die Innenverteidigung wird immer stabiler, kleine Wackler ausgeblendet. Hector und Schmidt sind eh gesetzt. Skiri und Sully sind natürlich brutal stark zusammen und ergänzen sich top. Ja. Ja, also kann ich tatsächlich, glaube ich, wenig entgegensetzen. Ich glaube tatsächlich, dass da wenig Punkte gibt, die dagegen sprechen. Also ich sehe auch tatsächlich aktuell ist eher so, dass unsere Stammelf ist. Sebastian, wie siehst du das? Ich würde es genauso sehen. Also die Defensive steht für mich eigentlich zu, so wie sie jetzt gelaufen ist. Ab und zu variierst du was, willst du variieren in der Offensive. Weil ich zum Beispiel eigentlich die Kombination Modest und Thielmann eigentlich sehr, sehr gerne sehe. Weil ich finde, dass sie sich sehr gut ergänzen. Also wie gesagt, hinten definitiv auch im Tor wird wahrscheinlich auch noch Thema sein. Sehe ich auch gesetzt in Schwebe. Also ich finde, dass eigentlich von 11 Positionen sind für mich 7 bis 8 eigentlich 100% safe. Das Offensive, ein bisschen abhängt. Auswärts oder nicht, ein bisschen gegenabhängig. Ja, ich glaube auch, die Viererkette hat sich gefunden, das kann man, glaube ich, so sagen, nach einigen Versuchen und Experimenten und so. Jetzt auch durch die beiden Weggänge hat sich da einiges zurechtgezurrt in der Viererkette hinten drin. Hat ja der Hörer auch schon gesagt, der Zeiselinho, dass natürlich in den Außenverteidigern gar nichts gerüttelt werden wird wahrscheinlich. Das ist halt bitter für Isibue und für Jannes Horn, aber gut, so ist es halt.
Und ja, die beiden Innenverteidiger scheinen auch gesetzt. Also da müssten ja Mbie oder Chabot im Training schon, weiß ich auch nicht, irgendwie Monsterleistungen zeigen, dass da einer von denen rausgenommen wird von den anderen beiden. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, Fußball ist immer Tagesgeschäft. 5 Euro ins Phrasenschwein. Und es kann immer sein, dass halt ein Kilian vielleicht nur 2 schlechte Spiele in Folge macht und dann wird über Chabot nachgedacht und nach ihm gerufen werden, auch von Boulevard und von den Fans und so. Oder dass im Mittelfeld verletzt sich irgendwer und dann muss Jonas Hector in die Mitte rücken und dann kommt dadurch Jannis ins Team oder so. Oder ganz banal, also zum Beispiel Kainz sehe ich noch nicht als gesetzt an, ehrlich gesagt. In der Offensive hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber wen siehst du denn auf der Position? Ja, Thielmann kann außen spielen, ne? Ich finde Jan Thielmann auf links außen tatsächlich ist nicht seine Position. Nee, ist auch nicht. Aber ich sehe zum Beispiel auch noch nicht, dass Duda jetzt 11 Spieler auf der Bank beginnen wird. Und wenn der reinrutscht, dann muss ja zum Beispiel Uth vielleicht einen nach außen rutschen oder so. Ich finde gerade diese, also klar kannst du mit Uth auf Außen spielen, aber das ist auch nicht seine Paraderolle. Nee, ist auch nicht. Sehe ich genauso. Also wenn man tatsächlich von der, also ich rein theoretisch sage ich auch ganz ehrlich, eigentlich fehlt uns auch noch ein Rechtsaußen. Weil ja. Lubicic, das ist auch nicht seine Paradedisziplin. Nee, aber also in Ermangelung eines Rechts. Schindler? Dafür finde ich Lubicic schon zu, also noch stärker als Schindler. Ja, hat mir gut gefallen nach Einwechslung gegen Leipzig, muss ich sagen. Hat eine gute Flankenschärfe, eine gute Geschwindigkeit. Also ja, gegen Fürth, wo du vielleicht nicht so die ganz starken Rechtsverteidiger hast. So, I don't know. Ja. Ich glaube, das wird eine Position auf jeden Fall, wo der FC was tun muss, in meinen Augen. Weil ja. Ich finde so die Außen bisher keins ist so solide bis durchwachsen, würde ich mal sagen. Ohne jetzt großartige Ausschläge nach oben die Saison gesehen. Sonst hast du auch kaum was für Außen, weil sonst siehst du genauso, Thielmann ist für mich eher so eine hängende Spitze auch. Da ist er für mich auch besser aufgehoben als wirklich auf der Seite. Schindler bin ich kein Fan von, also bin nicht so begeistert, sonst hast du ja auch nicht viel da. Ich glaube, der Grieche, der Limnios wird ja, glaube ich, zurückkommen, weil ich glaube, wo spielt er jetzt bei Twente? Die ziehen die Option nicht für den. Ich kann mir eh vorstellen, dass der in der Offensive auch, Duda wird auch so ein Verkaufskandidat sein, weil der sieht jetzt auch nicht so hundertprozentig wohl für ein System, spielt ja auch relativ wenig, von daher. Ich kann mir auf den Außen, glaube ich, einiges passieren auch nächstes Jahr, weil ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass sie vom Tempo, von der Spitzengeschwindigkeit, da sind wir da, glaube ich, relativ langsam aufgestellt. Ja. Weil Uth ist keine Rakete vorne. Ja. Kainz ist jetzt auch kein superschneller. Glaube, bis auf Thielmann, Modest ist, glaube ich, der hat noch eine gute Pace relativ, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf den Außen würde ich, glaube ich, auch mal ganz gut tun für das Spiel auch. Ja, definitiv. Hast du ja zum Beispiel gegen die Bayern gesehen, wie wertvoll so ein Holtmann plötzlich geworden ist, der einfach mega Speed mitbringt, ne? Und ja. Du hast mit Marius Wolf viel Speed verloren. Wobei nochmal ganz kurz zurück auf Limnios, der hat jetzt aber immerhin 21 Spiele gemacht für die, 3 Tore. Also, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ja der Stammspieler zu sein, in Twente Endskille. Vielleicht schien ja doch die Option, keine Ahnung. Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, wenn Baumgart mal so eine Vorbereitung mit dem kriegt, dass er den auch nochmal hinbiegen könnte vielleicht. Die Anlagen stimmen ja bei ihm. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Aber ihr habt gerade schon erwähnt, die fehlende Geschwindigkeit in der Spitze. Das bringt mich ja zu einem Transfergerücht, was jetzt über das Geisbockheim gewabert ist. Anscheinend hat man sich gedacht, wir haben noch nicht genug Stürmer über 30 im Kader. Und deswegen wurde Nils Petersen so gerüchtet, dass ja, selbst Baumgart kommentiert hat und gesagt hat, man sei in Gesprächen mit ihm. Oder man könnte sich das vorstellen, irgendwie sowas war die Formulierung. Also er hat es zumindest nicht kategorisch abgewiesen. Interessiert mich eure Meinung zu der Personalie, wie heißt der, Nils Petersen? Wie sage ich es jetzt? Also ich glaube, wenn man tatsächlich drüber nachdenkt, Sebastian Andersson
Also wenn man da über eine Veränderung bei Sebastian Andersson nachdenkt und du kannst einen Petersen, der ist ja, glaube ich, ablösefrei, ne? Ja. Wenn du den bekommen kannst, ablösefrei, der ist 33, ja, also das ist jetzt nicht der schlechteste Bundesligaspieler. Und wenn du den tatsächlich für, ich sag mal, ein Jahr verpflichtest so und der halt auch klipp und klar weiß, hör mal, ich bin hier, wie jetzt bei Freiburg, komme ich rein und muss halt dann, weiß ich nicht, 20 Minuten Vollgas geben. Wenn der das drauf hat, warum nicht? Ich meine, der hat jetzt in 12 Einsätzen 3 Tore gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten überhaupt gespielt. Also das ist, wird jetzt nicht so viel sein. 222 Minuten. 3 Spiele, ne? Das ist nicht viel, weniger, ne? Also mehr. 3 Spiele und eine Halbzeit. Sehe ich aber 222 Minuten sind aber nicht 3 Spiele. Wie viele Minuten waren es? 222. 180 plus 42, oder? 2 Spiele, eine Halbzeit. Ja, du hast 3 gesagt. Achso, ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja, aber da ist halt die Frage, wie fit ist der? Der ist irgendwie am Anfang der Saison war nicht so fit, dann hatte der Knieprobleme. Aber der spielt halt immer so ein paar Minuten, 9 Minuten, 4 Minuten, 27 Minuten, mal eine Dreiviertelstunde, aber immer so, ich sag mal so um die 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob das. Also, wenn. Kann er dann nur Stürmer Nummer 3 sein? Weil wenn du ihn tatsächlich holst als Stürmer Nummer 2 und du spielst nur mit Modest und Petersen, da hätte ich Bauchschmerzen. Also weil wenn du tatsächlich damit einer Doppelsturm, also der Doppelsturm Petersen-Modest ist jetzt sicherlich nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal in diese Gefahren nur mit 2 Stürmern in die Saison zu starten. Ja, gut, du hast ja immer noch Uth, ne? Uth bleibt ja, der geht ja nicht. Ja, aber Marc Uth ist auch kein Stürmer. Marc Uth ist kein klassischer Stürmer. Ich glaube, jetzt Sebastian wollte dreimal was sagen, hat die dreimal von dir unterbrochen worden. Entschuldigung. Lass mich mal zu Wort kommen. Ja, ich muss da zustimmen. Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass es auch ein klarer Fingerzeig für mich auch in Richtung Andersson ist. Oder? Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der mehr oder minder auch noch ein bisschen geschützt wird. Weil ich glaube, die wollen auch den Transferwert von dem jetzt auch nicht komplett in die Tonne schießen. Weil ich glaube einfach, dass der wird 100%, bin ziemlich sicher, 100% nicht mehr nächste Saison bei uns sein. Und wenn man den jetzt wirklich schon auch in die Tonne haut, wird ja auch dann sinken, der Transfer, wenn du da auch für den paar Euro sehen würdest. Ich finde, Petersen ist kein schlechter, aber also, wenn er klar weiß, er lässt sich darauf ein, Stürmer 3 zu sein, aber wer ist dann die Nummer 2? Den müsstest du dann auch noch verpflichten. Ne? Lemperle? Ja. Also, ich kann auch mit Petersen gut leben, der Lemperle weiß ich nicht, was der vorhat. Hat er nicht auch auslaufenden Vertrag oder vertue ich mich? Ich meine, alle unsere Stürmer hätten noch Vertrag bis 23 und dann müssen wir alle entweder ersetzen oder verlängern. Ja, also schwierig, aber ja, ich find Petersen, ich mag den, ich finde ihn, glaube ich, auch gut. Ein guter Typ, der auch gut reinpassen würde, gut auch in die ganze Struktur reinpassen würde. Wenn ihr den Chris kostet für relativ kleines Geld, würde ich einen guten Transfer finden. Das ist ja auch das Gute jetzt an der ganzen Situation, die wir auch haben. Wir können planen für nächste Saison. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir zweite Liga spielen, ist jetzt spätestens seit diesem Wochenende für mich gegen null. Also komplett unrealistisch in meinen Augen. Und jetzt kannst du halt wirklich auch Dinge klar machen, dass. Ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen auch weitergeht, wa? Oder ob wir erst verkaufen müssen, bevor wir was einkaufen. Das ist natürlich auch die Frage, wie blank der FC dann wirklich auch ist. Aber ja.
sehr, gehe ich von aus. Ich will aber auch noch ganz kurz was zu Petersen sagen. Ich widerspreche euch da so ein bisschen. Für mich macht der Transfer keinen Sinn. Der macht für mich unter einer Bedingung nur Sinn überhaupt. Und zwar, wenn du jetzt schon weißt, dass dich Anderson, Modest und Uth im Sommer verlassen. Aber sich den dritten oder vierten oder fünften U30-Typen da in die Mannschaft zu holen, Stürmer, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also das ganze Transfergebaren des 1. FC Köln muss darauf hinauslaufen, die Mannschaft zu verjüngen, vorne im vorderen Bereich, weil du mit Kainz hast ja auch noch einen älteren Herren da vorne drin, du da ist auch nicht mehr taufrisch. Und danach kommen nur diese ganz Jungen, also so Thielmann, Lemperle und Cody, aber auch super, super jung sind. Mir fehlt da so ein Stürmer, 25, 26, 27, noch mit Entwicklungspotenzial, mit der Möglichkeit, ihn nochmal für Geld zu verkaufen, noch nicht ganz am Ende angekommen, aber schon Bundesliga erfahren genug, um dir auch zumindest so, ja, 9 Tore zu schießen oder so. Mir fällt gerade jetzt kein gutes Beispiel für so einen Stürmer ein, der auch realistisch zu uns kommen würde, so ein Kalajdzic oder irgendwie sowas in dem Kaliber vielleicht. Oder von mir auch Demirovic, also der andere Freiburger da vorne drin. Aber Petersen, also was bringt's? Dann hast du da Anderson sitzen, hast du Modesta sitzen, hast du Uta sitzen, die können sich dann austauschen über ihre Hüftprothesen und ihre Zahnprothesen oder so. Ich darf das sagen, weil ich bin älter als alle drei. Aber das sind ja alles ältere Herren im Profifußballkontext. Macht für mich keinen Sinn, wenn die bleiben. Also es macht nur Sinn, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du den Anderson, wenn Anderson geht. Also, ja, nicht nur Anderson, für mich müssen da mehr als der gehen von den Ü30-Leuten. Aber brauchst du nicht eigentlich, also tatsächlich, wenn jetzt, ich sag jetzt mal vorsichtig, uns verlässt André Duda und uns verlässt Sebastian Anderson, dann kannst du doch auch rein theoretisch noch 2 Stürmer holen. Weil ich finde tatsächlich, wenn wir langfristig mit einem Doppelsturm spielen wollen, brauchst du mehr als 2 Stürmer. Und dann reicht es nicht, wenn du da auch noch einen Marc Uth oder noch einen Jan Thielmann hast. Im Doppelsturm kann doch immer Marc Uth spielen, um Toni rum zum Beispiel. Oder Thielmann. Ja, oder Thielmann. Oder Lemperle halt um den anderen herum. Wie gesagt, bei Lemperle, ja, ich weiß nicht, wie gut Steffen Baumgart Lemperle findet. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass da nicht so die ganz große Liebe ist. Scheint ja nicht so den allerhöchsten Stand bei Steffen Baumgart zu haben. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht so ganz. Also das ist tatsächlich, also ich möchte jetzt auch nicht, also ich brauche Petersen auch jetzt nicht für meinen Seelenheil. Ne? Also wenn der Kelch an uns vorübergeht, wäre ich jetzt auch nicht traurig. Aber ich bin auch eher bei dir, wenn dann nur als, ich sag mal, dritter Stürmer. Ja, ich meine, wenn du ihn holst, der einzige Vorteil ist, der kann ja nicht mehr gegen dich treffen. Das hat er ja gerne gemacht in der Vergangenheit. Da kann man noch überlegen, nochmal Ibisevic zu holen, einfach nur um Gefahrenpotenziale auszuschließen. Spielt der überhaupt noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, den hat die Hertha, glaube ich, auch gebrochen. Ich sehe es noch nicht. Also ich sehe es noch nicht, dass du Petersen brauchst. Aber ganz, also den Stürmer, den du da wünschst, 10 Tore in der Bundesliga, der Entwicklungspotenzial hat. Den bekommen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, den musst du da musst du ein bisschen auf den Tisch legen. Und das sehe ich gerade halt auch nicht. Also da muss man auch mal ehrlich sein, ich glaube, das wollen viele in dieser Liga haben, so ein Stürmer. Vor allen Dingen du musst ja erstmal einen finden, der ist in aktuellen Form. Den Zweikampf aufnehmen mit Modesto, also das darf man auch nicht vergessen. Also klar. Ich finde gleich das super, wenn wir da maximal 25-Jährigen hätten, der da regelmäßig knipst. Aber da müssen wir auch realistisch bleiben. Ja, klar. Ich sehe auch noch nicht, dass Petersen neben Modest spielen kann. Als Doppelsturm. Ist das nicht wieder so ein Anderson-Modest kombiniert? Ja, also ich, ganz ehrlich, ich will auch Nils Petersen hier nicht haben. Weil der hat keine Geschwindigkeit. Der hat nichts von dem, was wir eigentlich brauchen. Der ist kaltschnäuzig, ja. Der hat Erfahrung, ja, danke, aber nochmal, da haben wir Anthony Modest für. Also
Bin voll bei dir. Also ich glaube halt tatsächlich, dass wir wahrscheinlich einen Stürmer holen müssen, der nicht aus der Bundesliga kommt. Also okay. diesen 25 plus X Stürmer wirst du nicht aus der Bundesliga verpflichten können. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wer hatte denn vorher Kalajdzic oder Demirovic auf dem Schirm? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also deshalb sage ich ja, also deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt, also wenn Petersen nur dann als Stürmer Nummer 4, weil alles andere sehe ich halt gar nicht. Ja, ich weiß ja gar nicht, für was für so ein Gehalt Sebastian, Nils Petersen spielen würde. Der hat ja auch mal bei den Bayern gespielt, also der wird ja gewisse Gehaltsvorstellungen haben. Ne? Keine Ahnung, ob Freiburg die gerade trifft oder nicht. Die Frage ist halt, was der noch, hat der einen Markt? Ja. Und das ist halt auch die Sache, die ich halt bei ihm nicht sehe. Also wenn du dem. Doch. Der hat den Simon Terodde-Markt. Ja. Jeder ambitionierte Zweitligist, der aufsteigen will. Ja, gut, aber meinst du nicht, dass ein Mittelklasse-Bundesliga-Verein immer noch, glaube ich, immer noch besser zahlt als ein ambitionierter Zweitligist? Ja, kommt auf den Zweitligisten und dessen Sponsorensituation an. Ja, aber. Gibt da ein paar. Weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, ich bin tatsächlich gespannt. Also Nils Petersen, doch weiß ich nicht. Ja, haben wir jetzt auch schon viel zu lange darüber geredet, mit einem Spieler, der uns gar nicht gehört und der bei anderen Vereinen spielt. Gut. Ich schaue mal, ob wir noch spannende Hörerfragen haben, sonst können wir auf die Vorschau zu sprechen kommen. Nö. Nur der FC und Union haben in der oberen Tabellenhälfte eine negative Tordifferenz. Kann das noch ein Problem werden? Fragt der Ed Komakose. Ja, klar. Nee. Ja, die Frage ist halt, ob halt Eintracht Frankfurt, du auch noch mitzählst, die haben auch eine negative Tordifferenz. Aber die sind ja schon, ich sag mal, 3 bis 4 Punkte hinter Union, Mainz und uns. Deswegen, ja, klar, ist natürlich ein Nachteil. Marco, du rauschst gerade. Check mal deinen Cinch-Anschluss. Ja, jetzt ist weg. Okay, also ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist. Wir sind halt damit immer müssen rein theoretisch einen Punkt mehr holen als die Konkurrenz bei Punktgleichheit. Ja, so ist das. Mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Letztes Jahr hat uns die Tordifferenz gerettet oder geholfen. Dieses Jahr muss man sie irgendwie wieder kompensieren. Ist natürlich gut, dass die ganzen Deppen unter uns da alle gerade sich abschießen haben lassen heute. Und macht es noch sicherer, dass wir nicht absteigen werden. Ja, aber nochmal, also wenn wir tatsächlich jetzt absteigen, mit dem Vorsprung, den wir jetzt haben, ja, dann haben wir es auch nie anders verdient. Ja. Also tatsächlich muss man sagen, jetzt aktuell nach dem kompletten Bundesligaspieltag, nachdem alle Partien gespielt sind, haben wir 13 Punkte auf Augsburg und die bessere Tordifferenz und 16 Punkte auf Stuttgart. Und die haben und gerade die bessere den besten Stürmer verloren. Ja. Genau, und Silas Wamang, nee, ach, der heißt gar nicht mehr, wie man ihn tun kann. Ne? Silas möchte er genannt werden. Fällt jetzt für den Rest der Saison aus. Also, wenn wir tatsächlich 13 oder 16 Punkte auf die beiden Teams verlieren, dann haben wir es nicht besser verdient. Und da sind auch noch Teams wie Hertha, Bielefeld, ja. Gladbach, auch da unten, Wolfsburg mit in der Verlosung, Bochum, und das, ich sehe uns nicht absteigen. Sehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber wir haben ja gerade schon ein bisschen über den FC der Zukunft geredet. Und da gab es ja nochmal im Nachklang des Spiels ein Interview, was da auch wieder für ein bisschen Diskussion gesorgt hat. Und zwar hat nachvollziehbarerweise unsere etatmäßige Nummer 1, also Timo Horn, durchblicken lassen, dass er sich einen Wechsel vorstellen könne, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, was man, glaube ich, auch verstehen kann, dass er sich da nicht beim FC auf die Bank setzen will, in der Blüte seiner Jahre. Ja, wie seht denn ihr das, diese Personalie? Sollte man ihm da keine Steine in den Weg legen oder halt nochmal auf den vollen Konkurrenzkampf zum Sommer hinweisen? Ich
Also mich hat die Entscheidung von Baumgart, dass er wirklich die Eier hat, ihn quasi zu degradieren, fand ich schon mal bemerkenswert, hätte nicht gerechnet. Ich fand das ganze Interview auch ein bisschen so im Nachhinein, ja, spricht wieder für ihn und warum er jetzt in der Situation ist, wie sie gerade ist. Weil der bemerkenswerte Satz, glaube ich, von ihm war, dass er sich nichts, wie war das nochmal, dass er sich nichts hat vorwerfen lassen oder dass er sich, dass also keiner Schuld bewusst großartig ist. So klang das ein bisschen sinngemäß für mich heraus. Ich finde, er hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Er hat sich komplett nicht weiterentwickelt und man muss, glaube ich, sagen, für das Geld, was er beim FC verdient, ist es halt zu viel. Und darauf, das wird im Endeffekt auch, das wird der entscheidende Punkt sein, weil ich einfach finde, dass der Schwebe einen besseren Job macht, glaube ich, für einfach deutlich weniger Geld. Klar, man muss Timo wirklich zugutehalten. Er ist ein kölscher Junge, durch und durch. Aber wir haben ihn auch, muss man auch sagen, in den letzten 2-3 Jahren auch wirklich ein bisschen mitgeschleppt. Das meine ich gar nicht respektierlich. Da hat er viel Kredit auch gekriegt, den er sich erworben hat durch seine Vereinszugehörigkeit. Ich glaube einfach, dass er weiß, dass das Kapitel FC für ihn, glaube ich, nicht weitergehen wird. Zumindest nicht unter dem Leistungsprinzip Baumgart. Bin ich der festen Überzeugung. Und ich glaube, der FC wird ihm da auch absolut keine Steine in den Weg legen, weil es, wo wir beim Thema sind, was ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht heute, das Geld, was der FC nicht hat. Und der Timo Horn scheint einer der Großverdiener zu sein. Da werden sie, glaube ich, nicht traurig sein, aber werden sie intern nicht traurig sein, wenn er gehen wird. Ja, sehe ich genauso. Eine Nummer 2 verdient er einfach zu viel. So einfach ist das. Ich glaube, wenn du Duda und Timo abgeben könntest und einfach alleine nur das Gehalt sparen würdest, kannst du dir auch deinen jüngeren Stürmer gönnen, weil da sparst du ordentlich Geld. Das sind noch die alten Verträge, die noch vor der großen wirtschaftlichen Not gemacht worden sind. Ja, und ne, die sind wahrscheinlich, die nehmen es nicht von den Lebenden. Und ja, ich glaube auch schon, dass Timo die Ambitionen dazu spielen und seinen Vertrag hier nicht aussitzen möchte. So klang ja dieses Interview auch tatsächlich in diese Richtung gehend. Ja, und da denke ich halt, dann muss man da einvernehmen sagen, du hast eine gute Zeit hier gehabt und eine nicht so gute Zeit danach dann zum Schluss. Aber vielen Dank für alles, Timo. Aber hier geht's jetzt nicht weiter. Gibt bestimmt irgendwo einen coolen Verein auf der Welt, den, wo du spielen kannst, die deine Dienste schätzen würden. Ich kann mir immer noch gut irgendwie in Portugal oder so vorstellen. Ja, und dann soll man mal eine schöne Stadt sich auch suchen, wo man gut leben kann. Ich weiß nicht, ob du da wirklich die große Ablöse für sehen wirst jetzt als FC, aber ich denke, allein das eingesparte Gehalt wird schon einiges sein. Ja, das glaube ich auch. Ja, also genau das, was ihr gesagt habt, ich glaube einfach, Timo Horn wird jetzt feststellen, dass die Zeit beim FC vorbei ist. Und vielleicht für ihn auch der Punkt kommt, wo er sich tatsächlich damit befassen muss, sich vielleicht mal neu zu orientieren, und vielleicht ist das ja auch für seine Entwicklung gar nicht verkehrt. Weil Sebastian hat es genau richtig gesagt, Timo Horn hat sich in den letzten Jahren nicht signifikant weiterentwickelt, und das haben wir hier auch schon x-mal gesagt, der stand mal mit Marc-André Ter Stegen auf einer Stufe. Marc-André Ter Stegen, so wie ich ihn nicht, ich mag den Typen nicht. Ich finde ihn ganz, ganz grauselig. Aber der hat sich halt einfach wahnsinnig gut weiterentwickelt. Und das hat Timo Horn halt leider nicht. Und das ist dann der Unterschied zwischen einem tatsächlich wahrscheinlich Weltklasse-Keeper und Timo Horn. Und ja. Ich glaube, das Zitat war übrigens, ich muss mir nichts mehr beweisen oder anderen Leuten. Finde ich halt. Ja, das spielt, also ich, dieser Eich, weiß ich nicht, das ist schwer von außen zu beurteilen, aber ich glaube, vom Talent her hat er wirklich sehr viel, wurde sehr gesegnet. Er hätte mehr draus machen können. Wie gesagt, das ist, ich finde es schade irgendwo, wenn das ein bisschen so jetzt kommt, wie es kommt. Aber es ist halt die logische Konsequenz der Entwicklung der letzten Jahre, muss man einfach knallhart sagen. Also, so leid es mir auch tut,
Leistungsprinzip auch irgendwo. Irgendwann ist auch das Kölschtum aufgebraucht und dann ist es einfach so. Ja. Ja, bin gespannt, wo sein Weg hinführen wird und ob das wirklich zu einer Trennung kommt nach so vielen Jahren. Er kennt ja auch keinen anderen Verein, also insofern hat er ja auch noch ein paar Erfahrungen vor sich, die er machen kann an dieser Stelle. Dann. Genau. Jo, so oder so, wir wünschen ihm da alles Gute. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir auf den kommenden Gegner. Jetzt kommt nämlich wir müssen vielmehr zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Die haben die Saison 3 Spiele gewonnen. Kleines Quiz, wisst ihr auswendig gegen wen? Boah, keine Ahnung. Nee. Das muss man auch nicht wissen. Ich habe auch vorher nachgeschaut. Wahrscheinlich gegen Augsburg, Hertha. Nee. Also Hertha ist richtig, genau, aber gegen Hertha geht anscheinend jeder gerade. Mainz, Hertha, genau. Und Union oder sowas. Union, ganz genau. Ja, hast du gut gerade nachgeschaut. Habe ich auch. Ja, klar. Aber ihr seht daran, die gewinnen jetzt nicht nur gegen das Fallobst der Liga. Ne? Also wenn du gegen Mainz... alle 3 Siege zu Hause, ne? Ja, und wenn du gegen Mainz und Union gewinnst, ist das was wert, finde ich. Also das zeigt, dass die nicht komplett nur so eine Abschlacht-Freilos-Mannschaft sind. Gut, gegen Hertha gewinnst du mal, klar, aber ich finde die Siege gegen Mainz und Union, die sind schon was wert. Das haben wir nicht geschafft, in der Hinrunde gegen die beiden zu gewinnen, die beiden Mannschaften. Wobei ich gerade nicht weiß, ob die zu Hause hatten oder auswärts, ehrlich gesagt. Naja, dann müssen wir jetzt halt hin. Ich habe die gegen die Bayern in der zweiten Halbzeit gesehen, weil ich dachte, oh, vielleicht bahnt sich da eine Sensation an. Deswegen schnell mal einschalten. Und wenn nicht, habe ich es zumindest zur Gegneranalyse genutzt. Die haben mir gut gefallen, auch gegen den übermächtigen Bayern. Die haben halt so ein bisschen Pech gehabt, dass die eigentlich so einen FC gebaut haben. Also quasi ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit einmal richtig gepennt haben und dachten, der Ball wäre im Aus, obwohl er noch nicht aus war. Und dann macht halt der Lewandowski die Chance da rein und haben dann danach ein Eigentor fabriziert. Also die haben schon äußerst, äußerst unglücklich gegen die Bayern verloren, hatten aber selbst danach noch gute Chancen, zum 2-2 zu kommen. Das scheitert bei denen echt nur daran, dass sie jetzt keinen Stürmer haben. Aber die sind wirklich unheimlich oft gefährlich vor das Bayern-Tor gekommen, wo dann immer so ein Upamecano oder so in höchster Not klären musste. Also wir täten sehr, sehr gut daran, die nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das tut bei uns auch keiner, weil du musst echt nach dem Bayern-Spiel gewarnt sein. Und das wird, glaube ich, ein schweres Brett, als der Tabellenplatz das vermuten lässt da am Samstag. Ja, das sehe ich auch so. Also tatsächlich glaube ich ja auch, wir haben uns im Hinspiel ja auch schon schwer getan. Mhm. Obwohl wir das Spiel gewonnen haben, war da aber tatsächlich Fürth, wie haben wir das gewonnen? 3-1? 3-1. Wisst ihr noch die Torschützen vom FC? Wahrscheinlich Skiri. Modest, Skiri. Zweimal Skiri. Ja. Okay. Sein Mega-Run war das zweite Tor an dem Abend. Hat schon das 2-1 gemacht, das Siegtor. Und das 1-1 hat Sebastian Andersson geschossen. Okay. Oh. Okay. Oh, gut. Bin ich mit. Also, ja. Also, ich glaube, wir müssen halt einfach aufpassen, dass wir halt da nicht in diese Falle tappen. Dass wir glauben, die nehmen wir jetzt mal so beim Spaziergang mit. Ja. Und das glaube ich halt auch nicht. So schätze ich jetzt Steffen Baumgart nicht ein, dass der sagt, hier, Fallobst, die nehmen wir mal eben so im Vorbeigehen mit. Das sehe ich nicht. Ja, im Gegenteil. Ich glaube, wenn der sieht, dass einer so denkt, dann läuft der erstmal 100 Runden ums Geisbockheim zur Strafe. Ja, glaube ich auch nicht. Deswegen, ja, aber wird glaube ich, eine Partie, wo wir halt höllisch aufpassen müssen. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass der Wahnsinnsvorteil ist, dass wir halt diese 35 Punkte aktuell haben und einfach verhältnismäßig befreit ausspielen können, weil keiner vor der Saison gesagt hat, wir spielen um die Europa League. Und ich glaube halt, das ist tatsächlich was, wo keiner in der Mannschaft verkrampfen muss, sondern wir gucken müssen, dass wir schnell diese 40 Punkte voll machen und damit wir dann auch wahrscheinlich mit 40 Punkten, wenn du mit 40 Punkten absteigst, dann, ich glaube ich aber nicht. Nein, wird nicht passieren. Ist noch nie eine Mannschaft mit 38 abgestiegen. Ja, dann müssen wir also nur noch gegen Fürth gewinnen, dann haben wir das Ding durch. Und aber ja,
Wie gesagt, wir können befreit aufspielen und wir haben ja auch einen guten Lauf. Also tatsächlich, das Spiel gegen Frankfurt war ja jetzt nicht, wir haben ja auch gut gespielt und deswegen hinfahren, ordentlich spielen, den Gegner ernst nehmen und im Idealfall 3 Punkte mitnehmen. Also ich gehe schon mal da auch mal kurz rein. Eigentlich müssen wir das schon gewinnen in meinen Augen. Weil ich habe mir mal die nächsten Spiele angeguckt, der März ist schon sehr knackig. Boah. Also das Spiel mit zu Hause gegen Hoffenheim, wo wir jetzt, glaube ich, echt auch mies auch sahen in den letzten Jahren, wirklich mies. Dann spielen wir bei den Pillen und dann zu Hause gegen Dortmund im März. Also wir haben unter Steffen Baumgart nie zweimal hintereinander verloren, ne? Ja, yeah, wir haben noch nie zweimal hintereinander verloren. Wir haben, glaube ich, auch, ich habe gerade vorhin mal geguckt, wir sind auch die Mannschaft, die nach Bayern am wenigsten verloren hat. Zusammen mit, glaube ich, mit Dortmund noch eine andere Mannschaft. Ich glaube, Freiburg, das ist schon krass. Also eigentlich wäre schon geil, wenn wir in Fürth gewinnen, weil dann, wie gesagt, Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund ist schon, ja, das kann auch mal, da kann auch mal 3 Niederlagen rausspringen. Von daher wäre es schön, wenn wir vorher noch einen Punkte holen würden. Ich persönlich glaube, wir tun uns gegen Fürth deutlich schwerer als gegen Dortmund. Also ich glaube, Fürth wird das schwerste Auswärtsspiel der ganzen Saison, weil du halt nie wieder so klarer Favorit sein wirst wie in dem Spiel. Und du kannst ja nur verlieren als FC. Ne? Wenn du gewinnst, sagen alle, jo, Pflichtsieg, Mund abputzen, weitermachen. Also wenn du nicht gerade 7-0 oder so da gewinnst, was du nicht tun wirst, weil die sind, glaube ich, sehr griffig, die Fürther. Und ja, also entweder gewinnst du oder du hast direkt eine direkt wieder so ein Thema für eine Woche lang am Geisbockheim, dass du nicht gewonnen hast. Die werden sich mit Klauen und Füßen wehren, weil die auch noch hoffen, eine Chance zu haben nach den heutigen Ergebnissen des Spieltages. Und die anderen Mitkonkurrenten da um den Abstieg, die haben alle schwere Spiele. Das heißt, wenn Fürth gewinnen würde gegen uns, würden die einen richtig großen Sprung machen können, eventuell. Deswegen, die werden klauen, die werden beißen, die werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um dieses Spiel zu gewinnen. Die haben mit Branimir Egota dann einen Stürmer vorne drin, den ich zwar nicht gut finde, aber der zumindest persönliche Befindlichkeiten gegenüber den 1. FC Köln haben dürfte, schätze ich mal. Ohne ihn jetzt privat zu kennen und zu wissen, wie sehr der für Gladbach brennt oder so. Wenn ich mir das so angucke, also Stuttgart muss in Hoffenheim ran, da haben wir auf die Nüsse bekommen. Hertha muss in Freiburg ran, Bielefeld muss in Leverkusen ran. Ja, Augsburg und Bochum, spielt gegen Dortmund gewonnen. Augsburg spielt gegen Dortmund und Bochum gegen Leipzig, jeweils zu Hause die beiden. Gut, wahrscheinlich wird Augsburg das gewinnen, hast du recht. Ja, 4-0 oder so. Wahrscheinlich, ja, nee, 1-0 wahrscheinlich. Finn Bogason noch eine Ecke oder sowas. Aber hast du recht, nur da kann man ja nicht mit planen. Also da kann man nicht von ausgehen. Das heißt eigentlich, ne, wenn alles so favoritenmäßig läuft, verlieren alle Typen über dir. Zumindest wenn es jetzt nach Wettquote gehen würde. Und das heißt, du hast als Fürth die einmalige Chance, dich da unten wieder so ein bisschen rauszuziehen. Boah, die werden kämpfen. Auch schon 9 Punkte auf Augsburg, ne? Das ist schon ein Brett, ne? Aber die spielen doch gegeneinander. Also lass mal jetzt Augsburg gegen Dortmund verlieren und Fürth gewinnt. Sind 6 und die spielen gegeneinander, sind es noch 3 Punkte. Plus schlechtere Tordifferenz, ne? Ja, minus gut. 40 zu minus 15, ne? Gut, sind es halt also, noch 5 Punkte. Die werden es ja auch nicht schaffen, unterm Strich, die Fürther. Aber die sind doch, die geben da noch nicht auf jetzt. Die sagen noch nicht, Köln, danke, dass ihr hier seid. Wir wollten mal Toni Modest live sehen und jetzt verlieren wir mal gegen euch. Die werden kämpfen, die werden beißen. Ob sie es dann schaffen, ist eine andere Frage. Ne? Also ich erwarte jetzt nicht das Fürther Wunder. Trotz allem werden die da auf gar keinen Fall kampflos sich ergeben. Das ist klar. Also, aber ja, ob sie noch hier eine realistische Chance haben, keine Ahnung. Aber wie hat das Spiel ernst? Muss man schon 100% ernst nehmen. Also, ja. Die haben sich ein bisschen stabilisiert, habe ich auch den Eindruck. Die haben sich ein bisschen gefangen. Also die waren in der Hinrunde, waren die absolutes Kanonenfutter. Mittlerweile sind die, glaube ich, haben sie ein bisschen eingefunden in die Bundesliga, wird trotzdem nicht reichen, auch bei den besten Rechenkünsten. Da sind wir auch Weltmeister drin beim FC mittlerweile. Was wäre wenn? Und das haben wir ja schon seit 20 Jahren ungefähr durch, das Thema, einen Tabellenrechner durchzuspielen. Ja, du musst trotzdem da, in meinen Augen, musst du auch mal als Favorit, musst du da einfach hin und musst du mindestens einen Punkt mitnehmen, wenn ich sogar gewinne. Also ohne Wenn und Aber. Ja, sehe ich genauso unterm Strich. Wird auch Steffen Baumgart so sehen. Genau. Ja, was mir Hoffnung macht, das heißt Hoffnung, das klingt jetzt so, als wenn wir da irgendwie große Sorge haben müssten, aber was mir aufgefallen ist im Spiel gegen die Bayern, die hatten eine sehr anfällige rechte, also
linke Defensivseite. Die Bayern kamen viel über ihre rechte Angriffsseite. Und wenn ihr jetzt wisst, wie wir unsere Tore schießen, dann ist das, glaube ich, etwas, was uns sehr zu Pass kommt, weil natürlich unsere Tore gerne über Flanke, Benno, Kopfball, Toni fallen, über die rechte Angriffsseite der Kölner. Insofern, ja, da muss Fürth gucken, dass sie das immer in den Griff kriegen. Und dann glaube ich schon, dass da auch für uns was drin ist, weil es hat bis jetzt noch keine Mannschaft geschafft, Toni wirklich über 90 Minuten auszuschalten. Warum sollte Fürth das jetzt unbedingt schaffen? Ja, wird das Spiel sein, was wir tatsächlich wahrscheinlich nominell einfach gewinnen müssen. Also von der ganz normalen Aufstellung her. Also das ist, wie gesagt, ich bin gespannt, aber ich glaube auch, dass es das Spiel von den, ich sag mal, von den vier Hoffenheim, Fürth, Dortmund und Gladbach wird wahrscheinlich das Spiel für uns das schwerste sein, weil wir in einem Spiel nur verfrüht sind. Selbst wenn Gladbach aktuell 9 Punkte weniger hat als wir, sind wir nicht Favorit. Genauso wie gegen Hoffenheim oder gegen Dortmund nicht. Aber ja, bin gespannt. Ja. Dann könnten wir noch eine Hörerfrage aufgreifen zu unserem Trainer, zu Steffen Baumgart. Und zwar war das der Moritz, auch da wieder liebe Grüße. Und zwar hat der gefragt, ob nicht langsam auch so diese Berichterstattung über die Privatperson Steffen Baumgart, ob die sich noch aushalten ließe. Er selber, also Moritz, kommt da an seine Grenzen und will das alles gar nicht wissen und lesen. Und dann hat noch ein anderer Hörer, nämlich der, ach Gott, ich weiß gar nicht, wer es war, tut mir leid, ich habe deinen Namen gerade vergessen, finde ich jetzt gerade auf die Schnelle auch nicht. Doch hier, der, nee, weiß ich nicht, egal, hat dann noch eingeschmissen, dass vor dem Spiel wohl auch eine Aussage von Baumgart kam, die man so ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen so in Richtung Union Berlin und deren Umgang mit Corona deuten kann. Also er hat gesagt, ich war ja nicht krank, ich habe nur einen Test gehabt, der mir gesagt hat, ich sei krank. Das kann man, glaube ich, vielleicht nicht überinterpretieren an dieser Stelle, sollte man vielleicht eher nicht. Naja, aber, also vielleicht krank, also ja, also wenn du keine, das ist ja immer die Frage, wie definierst du Corona? Also tatsächlich habe ich jetzt von einem Bekannten, der aus dem Gesundheitswesen kommt, auch gehört, dass man von einer Corona-Krankheit nur spricht, wenn man wenn man Symptome hat. Das andere ist eine Infektion dann, Corona-Infektion. Genau, ja, genau. Eine Corona-Infektion oder einen positiven Corona-Befund. Ich tue mich auch sehr damit schwer, weil ich diese ganze Einordnung sehr, sehr schwammig finde. Aber die Frage ist halt, wenn du ja, ich finde da kein passendes Beispiel. Ich wollte gerade Schwangerschaft sagen, aber das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, du weißt, ob du schwanger bist oder nicht. Ja, aber ja. Wie gesagt, ich finde kein passendes Gegenbeispiel. Also ja, ich finde, daran sollten wir uns gar nicht aufhängen. Es geht mehr um diese Berichterstattung um die Privatpersonen. Ja, aber ganz ehrlich, aber klar, wenn da die Bild sagt, wie ist der Privatmann Baumann, was ist der gerne, was hört der gerne Musik? Baumgart. Einfach drüber hinweghören. Also so mache ich's. Oder drüber hinweglesen. Ja, das macht ja Moritz auch, hat er ja geschrieben. Ne? Ja. Mir ist es trotzdem ein bisschen zu viel Personenkult. Habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, wiederhole ich gerne nochmal. Wir sind noch nie gut damit gefahren, Personen auf ein Podest zu stellen hier in Köln. Das kann mal kurzfristig funktionieren. Ich habe aber das Gefühl, dass diese ganze kultige Art von Baumgart, ich finde ihn sympathisch, keine Frage, aber diese ganze, dieses Extrovertierte und doch sehr auch ja so in dieses Image reinspielen bewusst, fällt ihm auf die Füße, sobald der sportliche Erfolg mal irgendwann ausbleibt. Ja, aber ich frage mich da, ob er das tatsächlich bewusst reinspielt. Klar. Oder ob das dann, ob Och. Wir das dann nur reininterpretieren, ob der nicht einfach genau so ist. Der hat das Video ja zum Beispiel geteilt, das Heimvideo, ja. Seinem eigenen Kanal. Also ich glaube auch, dass ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, dass er schon auch sehr bewusst weiß, wie er nach außen wirkt und das auch sehr gut mittlerweile versucht zu steuern.
Ich habe auch die Frage heute gelesen, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, ich habe ehrlich gesagt, ich wollte ihm eigentlich zustimmen, ich finde es teilweise auch schwierig. Ich gebe dir auch recht mit dem Personenkult, finde ich auch immer, vor allem in Köln, sehr extrem. Aber wir sind natürlich auch immer sehr schnell dabei, mal zu schreien nach Typen mit Ecken und Kanten. So. Und das ist nun mal auch ein Baumgart, der sagt seine Meinung zu vielen Themen. Ich habe auch irgendwo mal auf Twitter gelesen, was sagt Baumgart eigentlich zur Ukraine-Krise. Weil es ja wirklich, der äußert ja sehr viel zu gewissen Themen. Ich finde es, ja, man muss mal drüber hinwegsehen, aber ich finde es auch cool, dass er halt solche Sachen auch mal raushaut. Ich bin nicht mal einer Meinung, was er da raushaut. Also es ist, gehe ich nicht konform mit gewissen Sachen oder gewissen Richtungen. Aber ich finde es okay, weil er ist nun mal ein Typ. Das ist ja, wie gesagt, solange er Erfolg hat, das habe ich auch in der Sendung schon mal gesagt, solange er Erfolg hat, ist alles tutti. Aber es kann natürlich ihm auch schwickig und ganz schnell ihm um die Ohren fliegen, was bisher toi 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 nie passiert ist. Von daher, ich find's okay, ich ignoriere es mittlerweile. Ich muss sagen, ich fand dieses Video mit dem Hund da hinten drauf. Wenn es jetzt FC Augsburg gewesen wäre, hätte ich mich tierisch so abgefasst. Das wäre das Nächste, dass Baumgart so eine komische Fischaugenkamera von sich selber macht, wie Achterbahn fährt. Das wäre so das Highlight meiner Social-Media-Erfahrung beim 1. FC Köln. Also das negative Highlight. Ja, ich sehe es genauso, ignoriert es einfach. Ich finde, er hat in diesem Interview mit der Sportbild, da hat uns auch der Moritz dann so einen Screenshot geschickt, er hat da einen wirklich furchtbaren Musikgeschmack offenbart tatsächlich. Also er sagt hier, ne, ihr könnt ja mal rausfinden, welche Musik, welche Kapelle nicht da reinpasst in diese Aufzählung. Er sagt, er hört Max Rabe, Heinz-Rudolf Kunze, Roland Kaiser, Ina Müller, Herbert Grönemeyer, Howard Carpendale, Helene Fischer und Böse Onkels. Okay. Das ist schon hart. Ja, zumindest ist es alles deutsch, ne? Ja, ja, hat er auch gesagt. Alles, sagt er auch selber. Deutsch muss es sein. Ja, hör mal, ganz ehrlich, von mir ist kann auch die Wildecker Herzbuben hören oder was auch immer. Das ist mir, ganz ehrlich, ich muss ja, also ich weiß, was der Moritz vielleicht damit meint. Ich muss nicht jedes Detail wissen, ob die eine Wachstuchtischdecke auf dem Tisch haben oder nicht, ob die Gardinen haben oder nicht, ob die, was der zum Mittagessen ist oder nicht. Das ist mir auch ein bisschen viel, aber eigentlich. Also ganz ehrlich, guckt euch bitte mal diese Image-Videos oder nicht Image-Videos, diese Videos mit Peter Stöger vom FC an damals. Wobei die waren aber nie auf die Privatperson Stöger, ne? Das war ja immer mehr. Aber das war auch immer so, ja, ich bin so der kultige Österreicher mit meinem tollen Dialekt und das ist alles so easy. Ja, aber. Aber guck mal, nee. Überlegt euch doch mal. Ja, geht Peter Stöger, geht er zu der Uraufführung von seiner Ulrike ins Theater und was hat er an und sind die, warum heiraten die nicht und wie sieht das Haus in Wien aus? Also das war auch schon sehr viel. Aber ich glaube, ist ja auch nochmal, wir sprechen davon, dass da Journalisten in Anführungsstrichen Themen, bitte Medienleute. Boulevard. Ja, aber sind ja auch Journalisten. Ja, Journalist ist ja kein geschützter Beruf. Schade. Es ist nicht. Jeder darf sich erstmal Journalist nennen. Die machen, also die, nochmal, die müssen da irgendwelche Beiträge kloppen. Und wenn du da in den dementsprechenden Zeitungen bist, dann bist du wahrscheinlich auch mal froh um so einen Typen, wo du so einen, ich sag jetzt mal vorsichtig, einfach einen bunten Artikel, wie die Journalisten sagen, kloppen kannst. Wo du halt nicht irgendwelche Statistiken rauskloppen musst und nicht auf irgendwelche Spielanalysen, sondern wo du einfach den Mensch beleuchten kannst. Und tatsächlich glaube ich, dass das wahrscheinlich sogar die Artikel sind, die mehr geklickt werden, als wenn da steht, wir analysieren den FC in 37 Seiten über die abkippende 6. Kann ich dir aus FC.com-Erfahrung bestätigen, dass dem so ist? Das ist so, weil
nochmal, es gibt ja auch, also warum gibt es so Sendungen wie Schwiegertochter gesucht und, ne, also es gibt ja nicht nur, das ist leichte Kost und wenn das Leute sie konsumieren wollen, ja, dann Herrgotts Namen, dann macht es. Aber es ist ja jedem freigestellt, wie er und was er medientechnisch konsumiert und deswegen, ich persönlich überlese es, ich kann es aber auch nachvollziehen, dass man so einen Artikel mal macht und wer das lesen möchte, soll es lesen. Ja. Das tut ja nicht weh. Er ist ja auch nicht Jürgen Klopp, den du nicht entkommen kannst, weil er in jeder Werbung auftaucht. Ne? Noch nicht. Ich glaube, da fehlt auch, ja, da, ja. Aber ich habe auch gerade irgendwie mal beim Express gelesen, dass Baumgart schon jetzt statistisch besser ist als Peter Stöger. Das glaube ich. Also alleine in der ersten Saison. Jetzt. Ja. Ja. Naja, ja. Gut. Nehmen wir das Thema mal zu den Akten. Wir haben noch eine erfreuliche Hörerfrage. Die hat jetzt wenig Sportliches an sich, aber man kann sie trotzdem mal stellen. Feiert ihr in Hattingen und Hamburg Karneval? Ja, also mit den Kindern und Freunden etc. pp., aber jetzt nicht im großen Stil. Hat übrigens der Senior Wei gefragt, soll ich noch erwähnen. Also meine Kinder feiern hier mit Freunden und aber ich persönlich jetzt hier in Hattingen nicht. Also Karneval in Hattingen ist wie Oktoberfest in Oberschleißheim. Gut, du kannst ja nach Köln fahren, ist ja nicht Gütersloh. Aber Köln ist ja noch nicht weit von dir. Du könntest ja, wenn ja, du willst. Ja, klar könnte ich dann natürlich hinfahren, aber in Hattingen selber. Also wenn man sich tatsächlich so etwas sehr cringe-mäßiges angucken möchte, dann kann man sich das angucken, so Rosenmontagsumzüge im Ruhrgebiet und den umgrenzenden Städten. Ist schon immer sehr, sehr suspekt. Ja, wobei vor allem sagen wir auch alle Helau, ne? Echt? Also alle, ja. Echt? Ja. Ihr seid doch gern, ja, okay. Ah, okay. Also ich kenne, glaube ich, ich weiß nicht, ob irgendeine Stadt Allah sagt. Ich glaube nicht. Krass. Remscheid sagt man Allah, genau. Und wir haben auch einen sehr guten Umzug. Der ist überregional bekannt, tatsächlich. Der Umzug von Remscheid-Lennep. Trotzdem werde ich auf diesem nicht sein können dieses Jahr. Alleine weil Karneval ja ein Montag ist, wo normal Leute arbeiten müssen. Ist ja nicht Köln, wo da alle Geschäfte und alle Betriebe und so ruhen. Ist ja hier eine seriöse. Ist das nicht dieses Jahr auch nicht in Köln? Ist das nicht in Köln, dass dieser Frei, also dieser. Weiß ich nicht. In Hamburg. In Hattingen sagt man übrigens Holti Holau. Was heißt das? Holti ist für Hattingen Holthausen, okay. Da wo dieser Umzug stattfindet. Ja. Und Holau ist so wie Helau, nur weil wir sind ja anders. Wir sind ja. Ja, ne? Also so viel dazu. Das Holti klingt wie irgendein so cringy Hashtag vom FC Augsburg. Ja, nee, das ist halt. Oder von Hertha. Ha, ho, he, Holti, Helau. So ungefähr. Also ich stelle jetzt hier in diesen Skype-Chat mal ein Bild ein. Ich hoffe, das funktioniert. Dann sehen meine Mithörer das Prinzenpaar in Hattingen. Guckt euch das Bild an und das sagt alles. Also wer das googeln möchte, gibt jetzt Prinzenpaar Hattingen. Und dann also dieses Bild von Prinz Andreas und Prinzessin Jutta. Ja, die sehen, also so als Vergleich, die sehen alle aus wie diverse Verkleidungen von Harpe Kerkeling in seiner Karriere. Ja, aber wirklich. Also, ne, ich meine, ich sag jetzt nichts. Das wäre wahrscheinlich, also tatsächlich, nee. Ich finde aber super, dass im Hintergrund so ein Schild steht, wo drauf steht, 2 Meter Abstand halten und die stehen irgendwie so alle 10 Zentimeter Abstand beieinander. Um auch die Frage vom Senior Weid zurückzukommen, hier in Hamburg gibt es natürlich sowas wie Karneval nicht und wenn, nennt man das hier Fasching. Ich bin bekannt dafür an meiner Schule mit einem anderen, dem Gladbach-Kollegen, also Gladbach-Fan-Kollegen, den ich an der Schule rumlaufen habe, dass wir jeden 11.11. um 11.11 Uhr, also in der
fünften Stunde müsste das dann sein, wenn wir uns mit dem Rücken an die Tafel drehen und so tun, als wenn wir uns anschreiben würden, uns dann wieder umdrehen und plötzlich eine rote Pappnase tragen am 11.11. um 11 Uhr. Und die Schüler uns alle angucken und denken, jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Jetzt ist irgendwas bei ihm kaputt gegangen. Jetzt muss man einen Krankenwagen rufen und den in die geschlossene einliefern lassen oder so. Die kennen ja diesen Brauchtum hier überhaupt nicht, die Kiddies. Und selbst die Erwachsenen ja nicht. Also da habe ich hier wenig Chancen. Aber vor der Pandemie waren die Karnevalsfeiern in der, ich glaube, wie heißt das Ding, Kölsche Republik, glaube ich, unterm Rathaus. Muss mir der Reich schreiben, wie das heißt. Ich habe es vergessen, den kompletten Namen. Ist zu lange her. Die waren gar nicht mal schlecht. Da waren viele Exil-RheinländerInnen anwesend. Da habe ich auch den Reich kennengelernt. Erstes Mal persönlich in Person sozusagen bei so einem Treffen. Und seine Frau, die Claudi auch, oder seine Freundin. Die waren ganz cool, die waren schön. Das war so sehr, sehr rheinländisch und sehr wenig hamburgerisch im Vergleich. Sehr ausgelassen, also sehr freudentaumlich. Aber man sieht eben auch, dass es dann doch ein bisschen Hamburg ist, weil da liefen halt alle in so mega teuren, aufwendigen Kostümen rum. So als Predator aus den Predator-Filmen verkleidet oder als, weiß ich nicht, Alien aus Aliens oder so. Und nicht wie in Köln, irgendwie ein Seefahreranzug und eine Pappnase auf und fertig. Also ein gestreiftes T-Shirt und eine Pappnase und fertig. Da merkst du halt hier schon so den Unterschied im Brauchtum zwischen Hamburg und Köln. Hast du was, Sebastian, in Köln? Ich habe mich relativ wenig darum gekümmert dieses Jahr, aus dem gegebenen Anlass. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte Karneval, dieses könnte noch was geben. Ich bin da mal nicht spontan. Aber ich glaube, der Rosenmontagszug findet ja eh nicht statt, beziehungsweise findet ja im Stadion statt, in einer sehr abgespeckten Form. Ich guck mal, ich werde spontan machen. Eigentlich gehe ich gerne raus, Karneval. Eigentlich auch von Donnerstag bis Montag auch. Also nicht am Stück, sondern verschiedene Tage. Drei Tage wach. Der Sebastian ist drei Tage lang nicht. Drei Tage wach. Aber ich lasse auf mich zukommen, weil ich muss noch gucken, wie es sich so entwickelt. Also es ist echt spontan entscheidend dieses Jahr, weil Corona immer noch so ein Thema halt ist. Ich lasse es auf mich zukommen. Ja, das glaube ich das Einzige, was man in dieser Situation tun kann. Wie die Politik es immer ausdrückt, auf Sicht fahren. Genau. Ja, dann müssen wir doch auf die obligatorische U21 blicken. Das ist nämlich ein wichtiger Termin, den ihr euch bitte alle in eurem Kalender notieren sollt. Und zwar ist ja das Spiel gegen Aachen abgesagt worden. Ich vermute mal wegen Sturm. Wie hieß der Sturm noch gleich? Zeynep, ne? War der Sturm? Zeynep. Genau. Und jetzt findet nämlich am Mittwoch ein Nachholspiel statt. Und zwar spielt die U21 am Mittwoch um 14 Uhr das Derby gegen Gladbach 2. Oh. Das kann man sich entweder im Franz-Kremer-Stadion angucken. Ich vermute, dass da Zuschauer zugelassen sind. Also geht hin, wenn ihr Zeit habt und das einrichten könnt. Oder ihr schaut es euch im Stream an. Auf Sporttotal kann man das ab 14 Uhr streamen. Also für alle, die jetzt so beruflich da nicht eingespannt sind um 14 Uhr. Ich habe gerade gedacht, da wäre irgendein Feiertag, habe ich schon voll gefreut, ja. Ganz sauber. Habe ich schon irgendwelche Termine für Mittwoch? Guck in meinen Terminkalender von der Arbeit und denke, scheiße, Mittwoch komplett voll. Was ist denn da für ein Feiertag? Habe ich immer vergessen, aber ja, okay. Nö, ist kein Feiertag, ist einfach nur ein U21-Spiel. Dafür werden keine Feiertage in den deutschen Feiertagskalender eingetragen, leider. Aber gibt ja Leute, die haben vielleicht einen Freelance-Job oder Schichtdienst oder wie ich halt um 13.10 Uhr Feierabend, keine Ahnung. Ja, die können das vielleicht einrichten. Ja, sei ihnen gegönnt. Augen auf bei der Berufswahl. Ich werde mich melden, wenn der FC nach Europa fährt und ich fahren kann, weil ich meinen Urlaub frei planen kann. Das ist übrigens mein großes Problem. Ich kann da gar nicht hin, wenn der FC. Ja, das tut mir aber sehr leid. Ja, also so halb. Ich jetzt ein bisschen aus meinem Privatleben, ne? Mein Problem ist, mein jetziger Chef ist großer Fußballfan. Der weiß zu 100%, wann sich der FC, wo du spielst. Also da kannst du nicht mal irgendwie so diese Karte spielen, das ist ein bisschen, ne, also ich will es jetzt nicht aussprechen, ihr wisst alle, was ich meine. Das geht auch Blau nicht mit ihm. Nein, das will ich ja nicht tun. Also ich bin doch Beamter, darf ich doch gar nicht. Ach so, ja. Also, hätte doch dienstrechtliche Konsequenzen für mich. Nee, nee. Mhm.
Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich kann keinen Sonderurlaub nehmen, das wollte ich sagen. Ja, meine einzige Hoffnung ist, ich gehe in Teilzeit nächstes Jahr für ein Jahr aus privaten Gründen. Und ich habe die Hoffnung, dass meine freien Tage, ich habe dann 2 freie Tage in der Woche und muss dafür auf sehr viel Geld verzichten. Aber ich hoffe, dass die freien Tage so liegen, dass sich das mit einem oder anderen Auswärtsspiel des 1. FC Köln vielleicht vereinbaren lässt. Zur Not muss ich halt in den DFB-Pokal zum Heimspiel nach Köln reisen oder so, wenn es anders keine anderen Spieler unter der Woche werden sollen. Ja, wir werden das alles hier verfolgen, ob es Mailand oder Krasnodar werden wird oder doch nur Aue. Wir werden das alles hier weiter kommentieren und begleiten. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch beiden, haben die 2 Stunden fast wieder vollgekriegt. Das liegt zum einen daran, dass wir heute einen sehr kompetenten Gast hatten, nämlich den Sebastian. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, lieber Sebastian. Und darfst gerne noch Werbung für alle Twitter-Medien und so weiter machen, auf denen man dir folgen soll. Ich bin eigentlich bei Twitter nicht so wahnsinnig aktiv. Ich bin da, also, ja, ich habe Hallo Bar, aber ich twitter mal alle 2-3 Wochen. Ich lese aber viel wieder auf Twitter. Ich bin eher so der Stille, ich bin der Stalker. Okay. Und dann danke ich dem, ob es stalkt oder trollt, weiß ich nicht, dem Ruhrpott-Tennis auf Twitter, @Ruhrpott-Tennis. Danke, dass du da gewesen bist, Marco. Immer gerne, immer gerne. Ich trolle auch, ich stalke, ich mache alles. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der @KYLennep. Ich schreibe manchmal auch gehaltvolle Sachen, manchmal auch nicht. Folgt mir oder lasst es, ist mir eigentlich auch egal. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschö. Ciao. Tschüss.